Ihr hört mich? Jetzt ist es viel zu laut. Vorhin war es zu leise. Vielleicht habe ich aus Versehen das Audio ausgemacht. Ach so. Also, das ging vorher alles nicht. Bei mir ging das alles nicht. Jetzt geht es, jetzt ist alles gut. Aber es ist zu laut. Viel, viel, viel zu laut. Es wird ja gar nicht leise. Wieso geht... Ach so, das sind Dialoge. Man müsste lesen. Da lasse ich das mal auf. So, Musik, das wollte ich ja ändern. Passiert da jetzt was? Ah ja. So. Okay. Jetzt kann es dann bald losgehen. Was habt ihr da alles noch geschrieben? Was der Stefan versucht. Ja, was versuchst denn du mit Act or Die? Oder Act or Die? Ja, Fabi. Ein guter Start war das, ne? Was macht ihr denn da? Act Revive. Habe ich das Spiel? Gamble on. Aber, ah ne, sonst hätte ja der Haller noch gar nicht spielen können. So, also, ich will jetzt langsam anfangen. Wir spielen heute Rise of the Tomb Raider. Und wir haben ein Giveaway mit einem PS4-Skin. Old School. Ihr könnt, wenn ihr... Ich klicke da schon wieder falsch rum. Wenn ihr auf den Link hier unten drückt... Da, dann seht ihr, wie das aussieht. So. Und mit den Brezeln könnt ihr Tickets kaufen, um teilzunehmen. Das erste Ticket ist für alle frei, also ihr müsst noch nicht Brezeln haben, um teilzunehmen. Und ihr könnt, wenn ihr viele Brezeln habt, noch bis zu 5 Tickets dazu kaufen. Mehr gibt's nicht. 5. So. Und am Ende des Spiels wird dann der Gewinner ausgelost. So. Habe ich jetzt alles Wichtige gesagt? Ihr hört mich, ich höre das Spiel. Das Spiel ist super, die Story ist der Wahnsinn. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Es steht schon lange auf meiner Wunschliste. Mit welchen Brezeln? Ja, du sammelst ja heute wieder einige, Victor. Wie viele hast denn du? Hast du gar keine mehr? Ich habe gar nicht mehr nachgeschaut. Also, dann würde ich sagen... Wenn mir niemand mehr was von seinem Wochenende erzählen möchte, dann legen wir los. Und es ist schon immer noch sehr laut, aber ich hoffe jetzt mal, das geht. Vielleicht schreie ich ein bisschen, weil ich es so laut finde. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, weil es ja ein Storyspiel ist, also zumindest teilweise, muss ich da halt jetzt ein bisschen aufpassen und zuschauen und zuhören und kann vielleicht nicht immer auf den Chat schauen. Oder einfach zumindest, wenn so Zwischensequenzen kommen, dass wir das schon abgemacht haben. Ne? Gut, dann neues Spiel. Los geht's. Ich freue mich sehr. Wir machen jetzt nochmal ganz neu, dass ich das Intro oder was da kommt auch noch sehe. Normal, nein, leicht. So, jetzt. Es geht los. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Ja. Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Ich hoffe, das geht nicht zu lange. Was uns weitermachen lässt. Das war knapp. Dann wohl doch nicht.
ich kann es nicht lassen. Was es für die Tickets gibt? Eine PS4-Skin, oldschool. Du kannst mal auf den Link klicken, Vanessa. Dann siehst du, es hat ein kleines Bild. Oder du kannst es auch googeln. Einfach PS4-Skin oldschool, dann siehst du, was es, wie es aussieht. Die Grafik vom Spiel ist so super. Finde ich bis jetzt auch und habe ich auch gelesen. Ich wusste, dass sowas passieren würde. Hilf uns hier mal! Jonah! Ich bin hier! Das tat weh. Servus! Der Zombie ist an Bord. Guten Abend, Zombie. Michael, wie geht's dir? Wie geht's den Katzen? Alles gut bei euch? Was ist denn mit ihren Haaren passiert? Ach so, sie hängt. Das sah so aus, als ob das irgendwie ein Bildfehler ist. Ganz gut soweit, Katzen sind heute ausnahmsweise ziemlich friedlich. Das macht dir etwas Angst. Das kenne ich. Kaum können sie sich ein bisschen benehmen, macht man sich schon Sorgen, ob alles okay ist. Wir tun dann immer die Ohren so abtasten, weil wenn die Katzen Fieber haben, dann kriegen sie heiße Ohren. Und das tun wir dann immer testen, ob sie Fieber haben. So, also schwingen. Links und rechts. So. Hilfe! Runter! Ich muss runter! Oh! Ups! Oh! Das habe ich jetzt gar nicht so gemeint. Also gewollt. War das jetzt... Jetzt brennt alles. Nein! Ich habe schon wieder das Spiel am Anfang zerstört. Oder soll ich jetzt... Ah, ich soll jetzt ans Feuer. Damit ich runterfalle, oder? Oder den da hinten auch noch in Brand setzen. Oh! Ups! Oh nein! Lara brennt! Ups. Das hat größer ausgesehen. Ich habe gedacht, die wird jetzt da gleich durchstochen. Oh Gott. Ihr geht's gar nicht gut gerade im Moment. Die sieht nichts mehr. Ich muss das, glaube ich, jetzt wieder so machen, dass ich kurz auf Pause gehe, um mit euch zu sprechen. Von wem du den Link bekommst? Ah, danke, Stefan, fürs Posten vom Link. Frage, sollte der Gewinner nicht mehr on sein, wo wird er benachrichtigt? Na, über Flüster. Ich werde dem dann zuflüstern. Und wenn ich ihn so nicht erreiche, noch anders versuchen, in Kontakt zu kommen. Aber ich denke mal, es werden wahrscheinlich hauptsächlich Leute mitmachen, die ich kenne hier vom Stream. Und dann erreiche ich euch sicher per Flüster. Aber ihr müsst nicht da bleiben bis zum Schluss. Also wenn ihr schlafen gehen müsst oder so, keine Sorge, ihr könnt trotzdem gewinnen. Kein Problem. Heute wolltest du mal zweimal den großen kuscheln? Oh, das geht nicht. Warum denn nicht? Beide Mal kam die Kleine, hat angefangen, ihn wie verrückt zu putzen, dass ich nicht mehr zum Streicheln kam. Die ist so richtig Attention Whore. Die muss da immer dazwischen funken. Genau, Eifersucht. So, also. Der Controller vibriert die ganze Zeit. Das ist komisch. Was ist das hier? Eine Grabstätte mit Altar und
Es sieht zwar eher aus wie eine Folterkammer. Da hängt ein Krug. Ne, zwei Krüge. Soll man hier unten Tee machen? Für den, der hier sitzt? Da ist schon einer gestorben. Kann ich... Wer ist das? Kann ich... Ist das eine Frau, oder? Die sieht aus wie ich. Was ist bloß passiert? Kann ich die befreien? Ich muss sie doch da runterholen. Eine Fackel. Wo? Wo? Ah, da. Zum Glück hilft mir die Lara. So, Fackel, neue Ausrüstung erhalten. Und jetzt mache ich die da frei, oder? Ah, was stand hier? Wo? Irgendwo stand was. Ist was gestanden. Kann ich da jetzt nicht? Ich will da doch helfen. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich das darf oder kann. Noch mehr Krüge. Das war laut. Oh, ich glaube, da kommt jemand. Gedrückt, um die Fackel zu benutzen. Aha, okay. Aber hört ihr das auch? Ich glaube, ich sollte wirklich nicht so viel Lärm machen. Jetzt drücke ich doch Viereck. Geht das jetzt nicht? Schade. Ups. Ja, ich versuche das gerade anzuzünden. Ich drücke doch. Ah, ich muss draufbleiben. Ich kann den nicht befreien. Schon am Anfang einen sterben lassen. Das mag ich aber gar nicht. Wer hat mich denn gehört? Wer ist das? Zum Glück ist die so schlank. Ja, jetzt ist sie aus. Drücke L1, um die Umgebung zu erkunden. Okay. Aha, und das zeigt mir jetzt an, was ich als nächstes machen soll. Die wieder anzünden. Und dann das da oben. Was war jetzt das? Jetzt geht das nicht mehr mit dem... So geht das. Jetzt soll ich das da anzünden. Kann ich da raufklettern? Springen. Aha. Wieso macht denn die so viel Lärm? Oh, das explodiert gleich, oder? Nein, das habe ich jetzt eigentlich... Okay, vielleicht war es doch gut. Der Weg jetzt frei. Sieht gut aus. Hast das Spiel schon durchgespielt? Puh. Viele Leute. Good evening, Sandra. Nice to see you today. Hope you have a good stream. Oh, ich gehe, glaube ich, kurz wieder zurück. Can stay and chat a bit. Got lots of things to care for today. Nonetheless, have a beautiful day and great tomorrow. Sending sunshine. Thanks a lot, Keanu. A lot of sunshine back to you. Enjoy your day. I guess, again, it's morning on Hawaii. And thanks a lot for just shortly saying hello. I'm always very happy to see or hear from you. Was noch? Der Tomb Raider-Teil danach war leider nicht mehr so gut. Hi, Silvia. Guten Abend. Und ich sehe, Kairos ist auch da. Silvia und Kairos wieder im Doppelpack. So, ich glaube, das Spiel ist ein bisschen doof, wenn so viele Leute da sind. Ich kann nicht so viel mit euch quatschen. Ich versuch's. Aber ich möchte das Spiel, weil ich da wirklich viel Hoffnung drauf setze, dass mir das gefällt. Ich möchte mich da auch... Es wackelt alles so. Das ist mir viel zu nervös. Oh! Ah, ich muss was machen. Ja, du willst mir nur helfen, das glaube ich auch. Einfach nur weiter. Komm zurück!
Ja, ich weiß, 28. Viel zu viel, ne? Geht gar nicht. Einfach aufs Spiel konzentrieren. Er macht das schon. Das finde ich gut. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Chat. Das finde ich gut. Uiuiuiui. Das ist aber eng hier. Kann man da auch? Nee, nur geradeaus. Willenskraft, finden Sie einen Weg hinaus. Ja, Willenskraft. Was bringt mir das jetzt? Muss ich mir die jetzt erarbeiten, oder? Oh, aber jetzt. Das Einsatzziel Wegweiser, wir sind CL1 und... Also ich sehe einfach, was ich machen muss, aber wo hat's denn Feuer? Ah, da hinten. Aber wie komme ich denn da durch? Das ist ja wieder Wasser. Hey, es ist so laut. Es ist mir viel zu laut. Ich muss da schnell was ändern. Oh, habe ich das Spiel falsch eingestellt? Ups. Vielleicht sind drum auch so viele Leute da. Ist das falsch? Ups, das ist tatsächlich falsch, ne? Egal. Oder muss ich das jetzt ändern? Sonst bekomme ich dann, das hat mal jemand gesagt. Der Titel stimmt, aha. Gut, danke. Mach mir schon wieder viel zu viele unnötige Sorgen. Also, ich wollte das ein bisschen, die Musik noch ein bisschen leiser machen. So, gut. Weiter. Kann ich da nicht rauf? Mehr Feuer. Zum Glück. Aber wenn ich jetzt da Feuer hole, kann ich ja nicht zurück. Sieht aus wie ein Sessellift. Zuerst mal alles in Ruhe anschauen. Immer die zwei gleichen Krüge. Da haben sie sich nicht so viel Mühe gegeben. Als Marketingmanager sage ich, ändere den Titel um zum neuen Tomb Raider. Das ist fast ein Grund, dir deine Beförderung wieder wegzunehmen. Hier wird nicht beschissen. Okay. Den Trailer zu Last of Us 2. Ich wusste nicht mal, dass Last of Us 2 kommt. Ich habe ja das erste noch nicht mal durchgespielt. Sieht's gut aus? Bist du überzeugt davon? Die macht das falsch. Die macht das nie, wie ich das will. So. Jetzt noch den da. Aha, hätte ich da reingehen sollen. Oi, oi, oi. Was hat das jetzt gebracht? Es ist immer noch so laut. So, mal schauen. Ich glaube, jetzt ist besser. Ja, jetzt ist viel besser. Aha. Ah, der kommt wieder. Wieso kommt denn der wieder rauf? Schon wieder Rätsel. Also irgendwas muss ich mit dem machen.
Aber da unten. Ah, ich kann da, glaube ich, noch was anzünden. Da diese Kisten. Und dann... Was ist da oben? Aha, dann kommt er wieder runter? Oder wie? So, schnell weg. Aber jetzt brennt das ja nur. Das soll die Schnur durchbrennen. In der Hoffnung, dass dann was passiert und ich weiterkomme. Sandra, so geht das nicht weiter. Du hast schon unsere Zahlen gesehen. Ich schicke dir gleich... Mach das. Mach das, Victor. Aha, jetzt gehen die da durch. Und dann kann ich vielleicht da drüben auch Feuer aufnehmen. Schaffen die das? Nee, die schaffen das nicht. Oh, was war das? Aha, ein Rettungsring. Was bringt mir das... Jetzt kommt da auch was runter. Ich bin verloren. Völlig verloren. Also ich muss, um da weiterzukommen, das Zeug anzünden. Wurde gestern angekündigt, man hat bisher nur eine Zwischensequenz gezeigt, spielt einige Jahre nach Teil 1 und ist wieder mit Joey und einer erwachsenen Ellie. Man vermutet, dass sie schwanger ist oder ein Baby bekommen hat. Ah, das muss ich mir dann auch noch anschauen. Kann ich denn, wenn das gerade so da ist? Nee, das geht nicht. Was muss ich machen? Darf ich laut mitdenken? Ja, gerne. Mach das Brot. Oh. Da hinten ist ja auch noch was. Mal schauen, ob es da vielleicht noch durch... Es wird reingespült. Okay. Ist jetzt da oben was passiert? Oh! Geht das jetzt? Das geht immer noch nicht. Warum rutscht das nicht runter? Und drüber kann ich auch nicht. Du denkst, ich muss die Rutsche runter. Ja, aber wie komme ich zur Rutsche hin? Sie zündet immer wieder eine nasse Fackel an. Ja, habe ich mich auch schon gefragt. Brot, wenn ich da runter soll, dann sag mir, wie ich das machen soll. Geht ja nicht. Ja, es zeigt mir hier immer die Überlebensinstinkte. Ach so, kann ich den anzünden? Das macht zwar keinen Sinn, aber versuchen kann man es ja mal. Nee, den kann ich nicht anzünden. Und jetzt mit dem zusammen? Und jetzt zünden? Einfach mal ein bisschen rumdrücken. Überwindet selbst Naturgesetze. Ja, wenn genug Petroleum drauf ist, schon. Aber so oft, wie ich die jetzt schon nass gemacht habe... Was kann ich denn hier sonst noch? Kann ich noch was anzünden? Ah, die Fässer. Bringt es was, wenn ich die Fässer, die da kommen, anzünde? Wie lange brennen denn die? Oder explodieren die irgendwann? Bis jetzt brennen, glaube ich, nur die Kisten. Links auf den hängenden Käfig. Du meinst, ich soll da versuchen hinzukommen? Mit Springen? Ich glaube, bei dem Spiel dürft ihr ganz, ganz viel mitmachen und mir versuchen, Tipps zu geben. So wie das schon anfängt. Ich versuche jetzt das mal, was Kairos vorgeschlagen hat. Und die Arme, die blutet immer noch. Oh, Kairos, du bist gut. Aha, jetzt geht es hoch, fällt da rein. Dann ist es genug schwer. Und vor allem habe ich dann Feuer, das auf die andere Seite rutscht. Oh nein, wir haben 31 Zuschauer.
Das ist Grenze. Es muss einer raus. Okay. Ach so. Okay, okay. Jetzt gehen die aber aus, oder? Nein, alles gut. Ich muss sofort hier raus. Okay. EP. 250 EP gekriegt. Modell freigeschaltet. Das ist ja brutal viel Action. Schneller, schneller, schneller. Oh, schafft sie das noch? Ja. Oh nein, nicht schon wieder der. Was? Oh. Ups, Lara ist tot. Wo muss ich jetzt weitermachen wieder? Nicht von ganz vorne, oder? Was? Das Spiel besitzt wohl keine Logik. Guten Abend, VTSL, Esox oder so. Wo gehst du denn hin, Zombie? Also, wo bin ich hier? Ah, nochmal an der Stelle, wo ich rennen muss. Ah, sogar schon hier, okay. Also Dreieck war es, ne? Dass ich nachher drücken muss. So, ich habe das doch gedrückt. Das ist kein Spiel für mich. Wohl eher platt, genau. Wie oft muss ich jetzt die Stelle wohl machen? Muss ich da zielen? Und dann... Ah, jetzt. Ich habe nur zu spät gedrückt. Gut. Oh, wieder 25 EP gekommen. EGPP gekommen. Oh nee. Oh! Krabbel, 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 Lara! Oh, das mag ich nicht, wenn man so schnell reagieren muss. Das war jetzt viel Action. Du hast... Ach so, 31, ja. Aber du nicht, Zombie. Du auf keinen Fall. Nur Esox reicht. Na, dann freut's mich, dass du da bist, Esox. Du bist nicht das erste Mal in meinem Stream, stimmt's? Dein Name sagt mir eben irgendwie was. Jetzt geht wieder das große Sterben los. Ja, Fabi, das kennst du ja schon von mir, ne? Aber ich mag nämlich die Lara. Ich schaue, dass ich sie nicht zu oft töte, wenn es irgendwie geht. Für alle, die jetzt neu da sind, ich sehe da einige Namen, die ich nicht kenne. Es gibt heute ein Giveaway, ein PS4-Skin, Oldschool-Skin-Giveaway. Ich mache mal einmal noch den Link hin. Giveaway. So. Da könnt ihr Tickets kaufen und mitmachen. Und der Gewinner wird am Ende bekannt gegeben. Galerie freigeschaltet. Hauptmenüs. Bei mir gibt es gleich mehrere. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin zu den Extras. Du bist öfters da, schreibst aber nicht so viel. Ach so. Dann habe ich dich jetzt gar nie bemerkt. Du findest, ich mache das sehr gut. Danke, Silvia, du bist aber nett. Bis später, Brot. Was gehst denn du schon? Ist doch noch ganz früh. Lässt uns einfach alleine.
Soll ich darüber springen? Oder da? Ich mag das ja jetzt nicht riskieren, die umsonst wieder umzubringen. Bisschen auf Dienstag hast du da dein Vorstellungsgespräch. Au! Ja, so habe ich mir das eben gedacht. Gutes Timing habt ihr, genau. Ihr seid ja auch schon BFFs. Oh! Überleben, gehen Sie immer nach vorne, um zu überleben. Okay, das ja, hätte ich, glaube ich, jetzt hingekriegt. Steiluferfilter. Was kann ich denn hier alles? Fähigkeitspunkte 0. Wird sich bis zum Ende nicht ändern. Ort unbekannt. Was ist denn das mit Filter? Sichtbarkeit. Okay. Also ich muss jetzt wahrscheinlich dann da lang. Ich gehe jetzt einfach mal wieder in die andere Richtung. Jetzt gehen sie alle, sie können es nicht mehr mit ansehen. Dabei habe ich doch gerade gesagt, ich werde mir ganz viel Mühe geben. Ah, war wirklich die falsche Richtung. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. Lebenszeichen. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Hinweise. Sprachsteuerung. Die Stimmanzeige zeigt auf dem Bildschirm an. Karte zeigen. Oh, das ist cool. Oh, was kann ich da denn noch alles machen? Karte zu. Schließen. Ah, Karte auf. Karte öffnen. Karte... Was habe ich gesagt? Karte öffnen. Hallo? Geht nicht mehr. Hab's schon wieder kaputt gemacht. Oh, Victor bleibt. Das freut mich aber. Kannst ja deinen Adler noch dazu holen? Dann haben wir zwar noch wieder einen Zuschauer mehr. Nee, lass das mal. Lass den Adler, wo er ist. Okay. Ganz langsam. Ganz langsam. Muss ich jetzt vorsichtig steuern? Ah, nicht so weit nach rechts, nicht so weit nach rechts. Die soll mehr nach links. Muss ich den Controller vielleicht anders halten? Oh, ich hab doch Höhen. Oh! Das Spiel ist gruseliger als die meisten Horrorspiele, die ich bis jetzt gespielt habe. Respektive, ich erschreck mich viel mehr. Kann ich das nicht einfach ganz schnell machen? Aha, ich muss gar nicht so vorsichtig sein. Karte zeigen! Ah, Karte zeigen. Karte zeigen? Ah, da ist sie. Schließen! Karte schließen! Karte schließen? Schließen! Ha, so. Das ist echt cool. Habe ich noch nie gespielt, ein Spiel, in dem man die Spielsteuerung so betätigen konnte. Sesam, öffne nicht. Alle denken, sie kriegen das neue Tomb Raider zu sehen. Ja, und alle hassen mich dafür. Ach ja, ich suche ja Überlebende. Was ist denn das immer, wenn das TR kommt? Da hoch soll ich? Okay. Glaub ich auch, habe ich am Anfang auch gedacht. Oh Mensch, das möchte ich doch gar nicht. Ich möchte hier niemanden reinlegen. Oh Gott. Ups. Sorry, Lara. Das wird doch ein paar Mal passieren. Soll ich in den Streamtitel noch schreiben? Achtung, ist nicht das neue Spiel. Stell dir mal vor, in einem Jahr mit 5000 Viewern. Ja, da träumst du davon.
Du wärst wahrscheinlich gerne Mod in so einem Stream. Oh Gott. Ich träume da nicht von. Ist das jetzt... Ja, das ist gut. Jetzt mag die nicht mehr. Doch. Darüber. Weiter. Weiter. Oh. Nein, 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 nicht, nicht rund, darüber. Ah, nichts falsch gemacht. So. Oh, schon wieder 100 EP. Kann ich denn da auch leveln? Was ist jetzt passiert? Ich habe nichts gedrückt. Im Titel steht doch TTS, sei es alles entschuldigt. Das stimmt, da hast du recht. Oh, danke an TCP181 für den Follow, wenn du noch da bist und mich hörst. Danke dir. Wenn man Erfolg haben will, muss man etwas tricksen. Als Marketingmanager geht das schon. Genau, ich schieb das einfach auf dich ab. Ich wälze das auf dich ab. Du hast den Titel geschrieben. Das Spiel eingestellt. Man levelt am Lagerfeuer. Aber nur am Lagerfeuer. Ich mache da normalerweise andere Sachen. Bröteln. Wie sagt ihr das? Grillen? Sagt ihr das am Lagerfeuer? Bei uns heißt das Bröteln. Ach so. Mehrmals. Ganz viel mal drücken, damit sie raufgeht. Oh, danke Stefan für den Host. Das ist lieb von dir. Eine die Arme, die ist total verletzt und ich lasse die da dauernd irgendwo runterfallen. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Könntest du vielleicht meinen Titel ändern? Sam? Rob? Hört mich irgendjemand? Du meinst auf Marketing Manager. Funkgerät, neue Ausrüstung. Lebenszeichen. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. Also immer den leeren Taschen nach. Bröteln. Kennt ihr das nicht? Bröteln. Die tut mir sowas von leid. Suchen Sie Zuflucht vor dem Sturm. Ich dachte, ich soll den Lebenszeichen folgen. Dauernd ändern die das Ziel. Wie soll man sich das merken? Also, Zuflucht vor dem Sturm. Nee, nee. Bis wir das offiziell machen, du bist noch in der Testphase, in der Probezeit. 3 Monate dauert die. Wenn du die 3 Monate gut überstanden hast, sagen wir so, Victor, wenn ich in 3 Monaten, wie viele Follower habe ich jetzt? Wenn ich in 3 Monaten 2000 Follower habe, dann mache ich dich zum offiziellen Marketing Manager. Du weißt, ich mag dich aber bröteln. Ja, habe ich ja nicht erfunden, das ist Schweizerdeutsch. Ist das schon genug Zuflucht? Oder Schutz vor dem Sturm? Sieht verlassen aus. Ist jetzt bestimmt das Lagerfeuer, wo der Zombie gesagt hat, kann man dann aufleveln. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten! Ich muss mir das noch überlegen. Ist mir eigentlich schon ein bisschen wenig, aber 3 Monate sind ja auch nicht so eine lange Zeit.
Die hätte sich mal besser nach einer Jacke umgeschaut, so wie die friert. Man geht doch nicht so leicht bekleidet in den Wald. Hi, Joy-in Gaming. Joy-in Gaming, ne? Mir geht's gut, danke. Und dir? Keine Antwort, ganz alleine. Wir haben schon 16 Tickets, die gekauft wurden. Ist ja unglaublich. Der Preis kommt besser an als letztes Mal die Katzenpfötchen. Oh, hier jetzt muss ich aufpassen. Schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Yamatai. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, einen in Asienkunde. Er hat 2 Doktortitel. Jetzt ist er der Beste und Größte. Solche Leute mag ich gar nicht. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen Warum wir die hin. Auf jedem Abenteuer gleich Darum angezogen ist. Ich folge das ist hin, Arbeitsoutfit von der Lara. Eher böse ein Tanktop. Das Bermuda-Dreieck ist Hi, Kim. World. Schön schaust du rein. Alles gut bei dir. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Ich habe gesehen, deine Was, Bilder von der Comic-Con. In diesem Sieh nur, du hast mit David Hasselhoff ein Foto gemacht, stimmt's? Ist das der echte? Das ist keine Pappfigur, oder? Ach, Sie wollen da Genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Frische Ideen. Meine Entscheidung. Immer gut. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Deine Freundin hat ihre Tasche bei dir vergessen. Die braucht sicher eine Ausrede, um nochmal bei dir vorbeizukommen. Ja, 100% echt. Cool. Konntest du auch mit dem sprechen? Ist der sympathisch? Ich fand den immer ein bisschen unsympathisch. Hat es noch andere Promis gehabt, außer dem Hasselhoff? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Du bringst ihr die Tasche, wohnt ihr so nah beieinander. Ich muss etwas zu essen finden. Etwas zu essen, okay. Frau gegen Wildnis, suche sie nach Nahrung. Wenigstens kann ich mich mit der ziemlich identifizieren, also weil sie eine Frau ist. Was könnte es denn hier geben? Pilze vielleicht? Oder Insekten? Würdet ihr Insekten essen, wenn ihr Hunger habt? Sowas wie Maden, Würmer, Schnecken. Ich könnte mir auch eine Krähe fangen. Dann bräuchte ich einfach noch ein Feuer, um die zu brutzeln. Oder um sie zu bröteln. Oh, oder ein Reh. Nee. Reh würde ich nicht essen. Ich hatte zwar schon andere Sachen wie Haifisch und Känguru. Aber Reh, das würde ich nicht übers Herz bringen. Hi. Ewan? Patterson? Good evening oder hallo, je nach Sprache.
Nur kurz, hi und wie geht's? Der kann Deutsch, oder? Der Hasselhoff. So ein bisschen Deutsch mit ziemlich viel Akzent. Finde eine Waffe. Nee, ich will aber keine Hirsche und Rehe jagen. Soll ich darüber? Okay, eine Lichtsäule. Aber was... Jetzt ist die da... Nee, steht schon drin. Eine Waffe finden, okay. Da hat's Bretter. Kann ich mit denen was basteln? Was ist denn das hier? Ah, Pfeil und Bogen, oder? Ich brauche eine Waffe. Ja, war das jetzt nicht... Hast du das jetzt nicht aufgenommen? Wo ist denn das jetzt hin? Hat die das umgeschmissen? Bis gleich, Victor. Bambi schmeckt auch nett. Dann hast du das schon probiert. Ich werde das echt nie übers Herz bringen, aber das ist ja, glaube ich, schon so ein Herbstgericht, oder? Reh. Der hat ein Lied auf Deutsch mal gesungen, aber dort jetzt hat er Englisch gesprochen. Ach so, kannst denn du Englisch? Konntest du die... Ah, du hast ja gesagt, du hast dem nur Hi und wie geht's gesagt. Hi, how are you? And that's it. Aber das war doch jetzt Pfeil und Bogen. Ich bin noch nicht blöd. Ich wirke vielleicht manchmal so, aber ich bin es nicht. Und wo ist denn das jetzt hin? Oder kann ich irgendwo ein Inventar öffnen? Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Gut. Ich brauche eine Waffe. Kannst du da nicht rein? Nein. Aber... Ihr habt's auch gesehen, oder? Ich habe mir das nicht eingebildet. Da war Pfeil und Bogen. Wie heißt das? Köcher? Oder so, wo das drin ist. Ich versuche jetzt zuerst mal hier den zu befreien. Oder geht das ohne Waffe auch nicht? Nee, ich brauche wahrscheinlich ein Messer dazu. Er kann besser Englisch als du. Ich da ganz... Nee, das ist schon... Nee. Ah, der... Aha! Der hat Pfeil und Bogen. Oder... Nee, sie hat jetzt die Pfeile und er hat den Bogen. Jetzt! Vor einer Woche das erste Mal probiert. Schmeckt nett. Lieber Schweinebraten. Waffe kann ich nicht jagen. Ich glaube, ich habe noch nie Schweinebraten gehabt. Eine Waffe. Ja. Nicht schon wieder fallen. Nicht schon wieder fallen. Ich schaff das. Und jetzt? Jetzt! Ja, genau. Die schont sich kein bisschen. Mit einer blutenden Bauchwunde macht sie all die Sachen. Provisorischer Langbogen. Okay. Und jetzt das, was du von Wort gelernt hast. Halten du sie L2, um den Bogen zu spannen. Das geht aber immer so schnell weg. Ist das nutzlos. Erlegen sie Waffe ein. Ist Konzentration. Okay, Konzentration. Das wird ein bisschen schwierig bei mir, aber... Ja, du hast Hunger, ich höre es. Grüezi, Fetzengaudi. Guten Abend. Und wie sie den Bogen raus hat. Jetzt muss sie einen Hirsch erlegen, gegen ihren Willen. Ich wollte doch nie ein Tier töten. Außer vielleicht Insekten. Wo ist denn der Hirsch hin? Soll ich mal danach hin? Ah, da! Ah, da! Da ist jetzt das Zeugs. So. Also wie ging das? So. Ich mache mal einen Test. Schuss hier an Baum. Drücken Sie R3, um zu zoomen. Ah, okay. Oh, das war, glaube ich, nicht schlecht. Zombie hat mal Antilope probiert, das war gar nicht dein Fall. Wie schmeckt denn das? Kannst du das mit irgendwas vergleichen? Die Frau hat Eier und was für welch? Wo ist der Hirsch hin? Soll ich da jetzt runterspringen? Nee. Oder doch? Macht der ja nix. Aber schön, ich kann ein bisschen im Wald rumlaufen.
Nee, kannst mit nichts vergleichen, was du vorher schon gegessen hast. Aber kannst du es beschreiben? War das zäh oder fettig oder... Ah, da ist er! Da sind zwei! Oh nein, aber ich will das gar nicht! Jetzt habe ich den angeschossen. Wie viel mal muss man denn da drauf schießen? Oder auf den Kopf? Oh Mann. Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Das Spiel hat mich dazu gezwungen. Entschuldige. Aber das ist nicht fair. Ich meine, die braucht ja nicht so viel Fleisch. Da hätte ein Kaninchen oder ein Eichhörnchen gereicht. Das ist das Remastered, Kim. Zwar zart, nicht fettig, mit einem sehr eigenen Geschmack. Okay. Zurück zum Frau, Lager. Kehren Sie mit dem Fleisch zurück ins Lager. Okay. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, okay, Landschaft und Sterne zu lesen, findest da du oben immer ist was nach Hause zurück. Ist das der Mond? Ah nee, das ist... Aha, ich sehe da, wo das Licht ist, ist mein Camp wahrscheinlich. Also mein Camp einfach. Das Dingens. Und wie nehme ich den jetzt auf? Jetzt lässt du den aber nicht hier liegen, oder? Mach den weg. Mach den Bogen weg. Ich will den jetzt da nicht liegen lassen. Wieso geht das nicht wieder weg? Ach so. Es stand doch mit dem Fleisch zurückkehren. Nehmt ihr das automatisch mit? Gibt's da eigentlich irgendwo Steuerung? Spieloption. Schwierigkeit der Steuerung. Aktion Nachlandkampf ausweichen, springen. Aber da steht nichts von Fleisch aufnehmen. Ich gehe jetzt einfach zurück und hoffe, dass das dann automatisch... Ich kann das sogar noch... Das ist ja übel. Das rutscht jetzt da runter. Das rutscht mir ins Wasser. Kannst du das... Oder muss sie das vielleicht... Muss sie das schieben? Das soll da nicht reinfallen. Das arme Ding. Das rutscht... Oh Mann. Oh Mann. Naja. Da ist ein Kaninchen. Hätte ich doch nur das genommen. Das hätte ich auch ganz leicht aufnehmen können. Fleisch habe ich bereits aufgenommen. Das ist nicht gut gemacht. Wenn das... ganze Tier noch da liegt, mache ich mir doch wieder Gedanken. Kehren Sie mit dem Fleisch... Ja, ich bin ja jetzt da. Ah, da hat es wieder Pfeile. Ah, Munition. Wo war das? Wo ist das Licht? Wo ist denn das Licht hin? Ich habe mich verlaufen. Das war doch alles hier. So, ich bin wieder da. Das ist doch der Anfang. Ach so, und der ist noch runtergefallen? Kann ich bei dem noch was machen? Nee. Aha, das zeigt mir aber doch einen anderen Weg. Ach so, hier. Jetzt verstehe ich. So, und jetzt Fleischbraten, oder wie? Fähigkeiten habe ich gekriegt. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay. Weiter. Überleben. Tierische Instinkte. Meistern. Anfänger. Meistern Sie 7 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Also jetzt kann ich eines freischalten. Sehe ich das richtig? Verbessertes Bergen. Knochensammler. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig. Erhalten Sie. Ah, das wäre jetzt gerade richtig für mich, dass ich da nicht immer so viel liegen lasse.
Finden die Medizin ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Finden sie toten Feinden versteckte Taschen, zusätzliche Muni. Kletterkünste, schneller. Setzen sie geschärfte Sinne ein. Rehe willst du nicht futtern, dafür Hai und Kängurus und auch Karnickel sind freiwillig. Ich bin eigentlich total gegens Tiere essen. Ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich Vegetarierin bin. Aber Fleisch ist einfach zu fein, zu gut. Ich glaube, ich nehme schon das. Nehme ich das? Ja, ich nehme das. Ansehen. Da haben die extra noch ein Bild hingemacht, damit man sich das angucken kann. Also, dann meistere ich das mal. Neue Fähigkeit gemeistert. Mit L1R1 kannst du den Skillbaum wechseln. Ach so, das war Überleben. Jäger. Aha. Aber weil ich jetzt kein Ding mehr habe, meistern sie 6 weitere Fähigkeiten. Ach so, ich kann noch mehr. Okay, ich kann jetzt noch 6 nehmen. Habe ich das richtig verstanden? Sie sind konzentriert, erfordert einen Fähigkeitspunkt. Ah nee, kann ich doch nicht. Gut, okay. So, fertig. Weiter, schließen. Menü, schließen. 44 Leute, ich will raus, ich will weg. Menschen sind halt von Natur aus Allesfresser, das stimmt schon. Wir sind nicht dazu gemacht, nur Pflanzen zu essen. Es geht auch mehr um den moralischen und umweltfreundlichen Aspekt. Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott, wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich an Bord ging. Hoffentlich hat jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Ja, nicht stehen bleiben. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Okay. Ich habe ja auch meinen Pfeil und Bogen, falls irgendjemand kommt. Kann ich mich da verteidigen? Aber ich, ja, die Musik ist mir auch aufgefallen. Ich muss ganz kurz Pause machen. Vielleicht gehen ja ein paar Leute raus, wenn ich weggehe. Es sind mir zu viele. 2 Minuten. Ich muss schnell meine Wasserflasche auffüllen. Bis gleich. Moin, Supermax, 1986. Schön, hast du den Weg in meinen Stream gefunden. Alles gut bei dir. So, wir sind wieder bei der Musik.
Sollte ich dir jetzt vielleicht folgen? Das ist ein bisschen... Ich höre zwar gar nicht aus welcher Richtung. Oh, da stand vorher nicht stehen bleiben, ne? Jetzt bin ich wieder hier. Aber da ist die Türe aufgegangen. Hallo? Ist jemand hier? Ah, das kommt vielleicht von da unten. Vielleicht ja hier lang. Verdammt. Hinuntersteigen, um auf eine Leiter zu steigen. Nee, du sollst... Aha, okay. So. Bin ich jetzt schon aus dem Wald raus in dem Fall? Sieht aus, wie wenn das mit ganz viel Handabdrücken gemacht worden wäre. Wie viel sind das? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63. Ist das vielleicht eine wichtige Zahl? Merkt sich mal einer die 63 und das Zeichen hier. Immer wenn du streamst, bin ich müde, ob es da einen Zusammenhang gibt. Ich dachte mal, du hättest gesagt, du bist sowieso immer müde. Aber gut zu wissen, dass dich meine Streams müde machen. Ich hoffe, es ist, weil du entspannt bist. Hi, FC Bayern! Und dir auch einen schönen zweiten Advent. Die Katakomben von Paris. War da schon jemand von euch? Ich war schon 2-3 Mal in Paris, aber noch nie in den Katakomben. Da wollte ich eigentlich schon mal hin. Ich vergesse das immer, wenn ich da bin. Und auch für alle, die neu dazugekommen sind. Es gibt heute ein Giveaway von der PS4 Skin Oldschool. Mitmachen könnt ihr... hier, über diesen Link. Hi, Victor, bist du zurück? Hat sich die Freundin gefreut, dass du die Tasche gebracht hast. Kairos merkt sich die 63, super. Oh nein! Das ist verrückt. No one leaves. Das arme Reh, aber die haben so schöne Felle. Müde bist du immer, aber da gibt's Steigerungen. Und du meinst, bei mir im Stream ist da die gesteigerte Form? Wo kommt denn bloß die Musik her? Ja, ich weiß, ich kann das anzünden, aber ich wollte jetzt eigentlich... Kiste! Kann ich die aufmachen? Kaputt treten. Ah, nee. Und jetzt? Jetzt ist die... Hat die jetzt was aufgenommen? Untersuchen. Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Drehen. Drehen wir die mal. Oh, es vibriert. Mit dem Touchpad. Ah, so kann ich sie ranzoomen. Was könnte hier denn für eine versteckte Botschaft? Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Okay. Oder so. Reicht das? Aha, das reicht schon. Mir geht's gut, danke. Und wie geht's dir, FC Bayern? Supermax, danke für den Follow. Vielleicht liegt's auch an meinen Streamzeiten. Aber so spät streame ich doch gar nicht. Oder meinst du wegen Sonntag? Was wären denn dir für Tage recht? Vielleicht komme ich dir ja ein bisschen entgegen, Zombie. Kann ich da was aufmachen? Nö. Und da bin ich hergekommen, oder? Nein, von der anderen Seite. Das geht nicht auf. Gut, dann zünde ich da halt. Aufstimmen. Neues Equipment zum Öffnen. Okay, dann mache ich da mal. Da finde ich bestimmt dann was.
Ja, Victor, du leistest ganze Arbeit. Ich bin beeindruckt. Oh nein. Schon zwei heute Abend. Wenn das so weitergeht. Was haben die hier gemacht? Sieht irgendwie so nach einer Voodoo-Stätte aus. Stemmaxt. Mit der kann ich jetzt bestimmt die Tür aufmachen. Ja, nicht stehen bleiben, verlassen Sie den Bunker. Mehrmals, okay. Dir geht's auch gut und dein Tag? Mein Tag war gut, danke. Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe Petersilienwurzeln gesucht. Und sonst nicht viel. Und wie war deine? Sonntag ist man halt immer so müde, wenn der Samstag lange feiern geht. Seid ihr Leute, die am Samstag noch feiern gehen? Ich bin da zu alt für. Nein, ich habe das ja nie gemacht. Das habe ich euch ja schon mal gesagt. So in Club und so. Ist nicht so meins. Ich bin gestern am Samstag um 8:30 schlafen gegangen. Ich war so müde. 11 Stunden habe ich geschlafen. Dafür war ich heute Morgen um 7 schon wach. Und dann bin ich los in die Stadt und habe Petersilienwurzeln gesucht. Da ist überall dieses Zeichen. Es sieht aus wie Yin Yang, nur ein bisschen, also mit 3 anstatt mit 2 Yings und Yangs. Zombie feiert nie. Dasselbe. Du warst auch in der Stadt und hast auch Petersilienwurzeln gesucht. Hättest dir ja mal was sagen können, hätten wir ja zusammensuchen können. Du bist eher einer, der lange zockt. Ja gut, das kann natürlich auch müde machen. Der Jubik ist da ja auch so. Der zockt dann auch immer bis um 3, 4 in der Nacht. Und wenn er schlafen kommt, stehe ich schon fast wieder auf. So. Hey, ich bin schon weit. Fackel löschen. Ah, schnell. Lösch. Wo sind die? Es kommt von links. Soll ich da jetzt hin? Ich glaube, ich muss aufpassen. Super, Max. Ich danke dir für den Follower und zähle deinen Freunden von uns. Vergiss nicht mit jedem Follower und... Du machst deine Sache gut, Victor. Gestern halb... Bis um 4:30. Boah, was hast denn du gezockt? Fliege, Fabi. Zombie hat gestern auch zu lang gezockt. Und 2 Nächte davor hast du sehr schlecht geschlafen. Kann natürlich auch... Hast du auch schlecht geschlafen? Ich habe eben auch 3 Nächte ganz schlecht... Also eine Nacht habe ich fast gar nicht geschlafen. Und die letzten 2 dann nur irgendwie so 3, 4 Stunden. Da war ich so kaputt, musste ich erstmal 11 Stunden am Stück das wieder nachholen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich jetzt durchhalte. Wir haben ja erst 8, aber ich merke es auch schon ein bisschen mit der Müdigkeit. Lara, ah, dein Tag war gut und du warst auch einkaufen. Ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Matthias? Ich bin übrigens Lehrer. Ich bin die Lara. Also nein, ich bin die Sandra. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau. Warum hilft denn der niemand? Sie hat Können immer noch Sie ein Loch erzählen? Im Bauch. Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte.
Und an dieser Stelle schicke ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne... Rainbow Six hast du gespielt. Und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sind die bestimmt wieder weg. Sam! Sam! Matthias, ist das Matthias auf Englisch, oder? Scheiße. Matthias. Oh! Sam! Die arme Lara, was die alles durchmachen muss. Nein, jetzt kommen noch die Wölfe. Oh nee. Ich muss eine Pause machen, dass ich noch fertig lesen kann. Zombie hat generell Schlafstörungen. Oh nee, aber ich hoffe, du kannst das dann den Tag durch ein bisschen aufholen, jeweils wieder. Könntest du mich deinen Freunden empfehlen? Victor, du bist lustig. Eine Berlifalle, ja. Lara schläft mit dem Pfeilbogen umgehängt. Natürlich. Und unterm Kopfkissen auch noch. Wie komme ich denn da jetzt raus aus der Bärenfalle? Oder muss ich mich nur verteidigen? Wieso geht das immer auf Pause? Ich kann nicht aufstehen. Oh. Nein, bitte, ich will nicht jetzt von dem Wolf an... Oh Gott. Wo ist der jetzt hin? Das Spiel ist wirklich viel, viel, viel gruseliger als die Horrorspiele, die ich immer spiele. Oh Gott. Jetzt ist er so nah. Ist er schon tot? Oder kommt da noch einer? Kann ich mich bewegen? Nein! Ist das jetzt genug? Waren das alle? Hier drüben! Reyes! Lara ist hier! Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Sophie, guten Abend und danke für den Follow. Falls du mich hörst und noch da bist. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam mit Matthias kriegen. Ach, Victor. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Die hat schöne Stiefel, die gefallen mir. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Warum diese düstere Musik? Stoßen Sie zu Whipman. Was kann ich jetzt hier wieder? Fähigkeiten? Also Lager? Nicht verfügbar? Okay. Ich bin Lara. Okay. Das höre ich mir jetzt halt nicht an. Was ist das hier? Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer.
Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Eine von 7 Crew der Endurance gefunden. Okay, gut. Du würdest ja gerne mit Sandra befreunden. Du kannst mir schon eine Freundschaftsanfrage schicken, FC Bayern. Alles klar, Fabi, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. Und bis nächstes Mal. Victor, du bist die Härte. Und ach so, da hat es auch Dokumente dazu gegeben. Aber die habe ich nicht gefunden. Ich muss, glaube ich, die Umgebung ein bisschen besser anschauen. Geocache. Oh, kennt ihr Geocaching? Also das mit der App und so. Ich möchte das diesen Frühling, Sommer richtig anfangen. Ich wollte es eigentlich schon diesen Sommer, aber habe es irgendwie nicht hingekriegt. So, was ist mein Ziel? Ah, Withman folgen. Ich habe keine Fackel, sonst könnte ich das jetzt anzünden. Wo ist denn der hin? Aha, habe ich denn eine Fackel zum Anzünden? Ja, habe ich. Gut. Soll ich das Dingens jetzt anzünden, oder? Ich mache es einfach mal. Und jetzt ist da was runtergefallen. Mache ich das noch kaputt. Und Bergungsgut. Sammeln, um Waffen-Upgrades durchzuführen. Dann führe ich das dann durch, sobald ich kann. Dann mach das, FC Bayern. Ich nehme das dann nach dem Stream an. Oh, hier kann ich auch noch was aufmachen. Also ich hoffe... Axt nicht stabil genug zum Öffnen, ne? Das haben sie Bergungsgut für ein... Kann ich denn das schon upgraden? Und wie ging das nochmal mit dem Upgrade? War das hier? Aha, nein, da muss ich wieder zum Feuer. Da. Und jetzt... Schauen. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Fähigkeiten. Und könnte ich da dann auch das mit den Waffen machen? Jäger-Upgrade. Nö, glaube nicht. Dann lasse ich es einfach sein. Hey, Uncut Gamer. Guten Abend. Alles gut bei dir? Der Posten als Magnet-Mensch ist dir sehr wichtig, deshalb hast du die Ausbildung abgebrochen und dich voll und ganz auf dein... Du kannst ja als Marketing-Manager auch eine Weiterbildung machen, also um das zu werden. Ich würde dir, da ich dich ja eingestellt habe, mich da auch an den Kosten beteiligen, an den Weiterbildungskosten. Wo oben? Gar nicht gut. Den Hügel rauf. Ja, es hat hier irgendwie ganz viele Hügel, respektive, das sind gar keine Hügel. Das sind alles Felsen. Ist das jetzt richtig hier? Oh, da vorne brennt's, glaube ich. Ausweichmanöver. Oh nein! Oh nein! Oh Gott. Oh. Das ist nicht gut für mich, ein Spiel mit Wölfen. Warum passiert das immer? Es rutscht mir immer aufs Menü, ohne dass ich was selber mache. Man kann zu alten Gebieten zurückkehren. Manche Sachen kann man deshalb erst später machen. Ach so, das ist gemein. Ich kann hier nicht lange bleiben. Bei mir auch, danke. Oh, hat noch jemand gefollowt, glaube ich. Frankie, danke für deinen Follow. Ist das jetzt hier richtig? Was war hier? Ah, was aufsammeln? Oh, oh, nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und jetzt, wo ich da bin, ist der weg. Das macht auch viel Sinn. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße.
Mach die bloß nicht kaputt, das ist meine einzige ich werde nach was Stärkerem suchen. Waffe neben dem Buch. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Nein, Stefan, ich habe immer noch keine Post erhalten. Wann war ich zuletzt am Postfach? Am Freitag. Ich gehe jetzt dann morgen wieder. Sammeln Sie Bergungsgut für ein Upgrade der Axt. Also ich habe ja schon Bergungsgut. Habe ich zu wenig. Da hinten ist was. Aber das dauert ja teilweise echt lange. Als ich die Yarnies verschickt habe. Das funktioniert. Ich brauche nur 20 von 50, okay. Da hat das ja teilweise auch. Also bei Fabi hat das, glaube ich. 3 Wochen gedauert, bis er mein Paket bekommen hat. Von daher. Mach dir keine Sorgen. Ich brauch's einfach nächstes Wochenende. Sonst kann ich keine Preise mehr vergeben. Oh, da hat's. Kann ich die aufnehmen? Ja. Nimm die auf. Nimm die auf. Nimm die auf. Nimm die doch auf. Oh. Oh Mann. Wieso? Ah, ich hab genug. Ich hab genug. Ich hab genug. Oder sollte ich die vielleicht abschießen, anstatt ihnen auszuweichen? Wo ist er? Da. Hilfe. 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 Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah. Ich habe aber keine Fackel mehr. Muss ich zuerst da anzünden? Und hier. So. Dann kommt es runter. Und kaputt machen. So, das müsste reichen. Verbessern Sie Waffe im Lager. Okay. Danke, Frank. Du weißt nicht, was das soll. Alles öffnet und liest. Du hast dazu einen Brief gelegt, drin steht. Was du mir da schickst, das ist sicher gut, dass die nicht denken, du schickst mir irgendwas Komisches. Oh, was ist das? Whitman aha, ist wieder total was. Total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Telluride? Was ist denn Telluride? Familiengeschichte. Gut. Also, und jetzt muss ich zum Lagerfeuer, um das Upgrade zu machen. Kann ich das jetzt auch wieder so? Und dann sehe ich, da hinten leuchtet's. Ich hoffe jetzt, das stimmt. Oh! Ah! Oh, 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 oh. Ich erschrecke mich so dermaßen ab den Wölfen. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Das ist nicht das Feuer. Nicht das, dass ich... Ah, bald bin ich tot. Oder kann ich das Feuer hier auch als Lagerfeuer auswählen? Bitte? Kann ich das nicht? Wo war denn das Lagerfeuer? Oh, oh, oh. Ich sollte die vielleicht wirklich jetzt mal abschießen, dass die mich in Ruhe lassen. Da sehe ich auch noch was zum Aufsammeln. Das war hier irgendwo, oder? Wo ist das Feuer? Bin ich jetzt zu weit? Nein, hier, da. Da ist es. So. Warum nicht? Lager können nicht benutzt werden. Also gut, dann schieße ich die halt ab. Kommt her, jetzt bin ich ja hier, oder? Da ist Wand. Ich gehe da ins Eck. Ah nee, da ist kein Eck. Dann bleibe ich halt einfach an der Wand. Dann könnt ihr von vorne kommen und ich schieße euch ab. Jetzt kommt. Wo kommen die her? Jetzt kommen die nicht. Aha, jetzt sind sie weg. Gut, okay. Bergung ist gut. Machst du jetzt den Countdown? Nach 924. Das finde ich gut. Das klingt nach einer guten Zahl. Es hinzukriegen.
ist zu schaffen. Ob Wölfe scheu sind? Da fragst du mich jetzt was. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Verwenden sie Gesamtlerum. Die haben doch einen Jagdinstinkt. Nee, die sind bestimmt scheu. Wir haben ja in der Schweiz auch Wölfe. Nicht viele, aber ab und zu. Ich sag einfach irgendwas. Also Upgrade, Upgrade, Upgrade. Auswählen. Ist die jetzt schon verstärkt? Das ging ja einfach. Outfits freigeschaltet. Finden Sie ein Lager. Ich bin doch im Lager. Nicht verfügbar. Wo kann ich denn die Outfits? Ah nee, das ist nur ein Lagerfeuer. Aber das Lager war das vorhin unterm Stein, oder? Einfach mal irgendwas erzählen. Hauptsache es ist unterhalten. Oh, da. 30. Sind die Wölfe jetzt weg? Oder wäge ich mich da in falscher Sicherheit? Kommt drauf an. Normalerweise ja, aber wenn sie hungrig sind oder wenn sie glauben, dass du leichte Beute bist, das... Puh, ja, da werden sie mich aber bestimmt angreifen. So. Ich bin wieder da mit verstärkter Stemmaxt. Natürlich. Jedes Wochenende bröteln wir Wölfe. Nee, wir haben aber in Zürich wirklich Wölfe. Einfach hinter Gitter. Aber so im Wildnispark, da gibt's schon welche. Schnell! Die lassen sich ja Zeit. Oh, ich habe wieder einen Fähigkeitspunkt. Der Symbole nach Bergtempel. Die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinns-Story sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Alles klar, FC Bayern. Nehme ich dann nachher an. Unglaublich, es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Wer sind jetzt die? Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie Versteht? Da? Nein! Ich kläre das! Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Oh, nee. Kannst mir doch nicht meinen Bogen nehmen. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Нужно сухать, мочи! Тут им nichts. Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая. Nee, du gehst weg von mir. Напоминаешь мою сестру. Окружите! Окружите! Только попробуй рыбиться. Мочите их! Die sind russisch. Verstehst du, was die sagen, Viktor? Deckung, gehen Sie hinter
hüfthohen Objekten in Deckung. Also automatisch. Oh, ups. Das war wohl ein bisschen zu auffällig. Sie können, indem Sie Karte zeigen, Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Ich glaube, den Teil habe ich mal in einem anderen Stream gesehen. Und jetzt? Darüber? Kann ich da rum? Nein. Kommt der jetzt da runter? Oder kommt der wieder hoch? Das ist aber schwierig hier. Wie sieht's aus? Oh Gott. Der ist voll eklig, der sagt, komm her, du Süße, du erinnerst mich an meine Schwester. Ist das bei euch, du bist ja nicht in Russland, aber ist das in Russland gang und gäbe, Inzucht? Au, mein Headset tut schon wieder so weh. Und jetzt drückt es wieder. Aha, wenn ich lange nichts mache, geht's auf Pause, das ist aber noch gut. Und jetzt? Hier, da in Deckung. Und dann? Wo ist die nächste Deckung? Vielleicht da? Er schießt mich. Verdammt! Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben. Schießen Sie Feinde ohne Rüstung ins Bein? Um sie zu. Irgendwas. Sollte ich. Doch, das geht, glaube ich. Ist der jetzt schon da unten? Ja. Dann schnell dahin. Wo ist denn die nächste Wand? So. Das sind ja überall welche. Gar nichts, Victor. Oh nein. Kommt der jetzt genau hierher? Da ist sie. Nein, ich bin noch im Gebüsch. Du kannst mich doch gar nicht sehen, wenn ich mich im Gebüsch verstecke. Also bis hierhin ist alles okay. Und dann hierhin, vielleicht darüber und da rein. Schnell, geh da rein. Vergessen wir das, ja. Ist der weg? Da rein vielleicht? Du musst jetzt immer übersetzen, Victor, wenn du hörst, was die sagen. Oh, hat nicht funktioniert, mein Plan. Ja, du bist auf Abwägen. Oh. Gib dir ein bisschen mehr Mühe, Victor. Ups. Das war schon wieder zu spät. Mein Gott, bin ich schlecht im Abwehren von Männern. Töten wir. Ja. Oh, das geht immer so furchtbar schnell. Er sagte, du glaubst, du kannst dich verstecken, Hüppchen.
Natürlich habe ich das geglaubt. Vor dir muss man sich ja verstecken. Au. Schön in den Bauch. Sorry, Lara. Hat jemand mitgezählt? Wie viel haben wir schon wieder? Der Death Counter. Ich drück doch. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех Ach so, ich muss, bevor der Kreis da durch ist, muss ich drücken. So, und jetzt zielen. Wohin? Auf den Kopf? Ah. Ah nein, ins Bein. Ach so, nee, das war's. Ich hab vergessen, nachher zu drücken. Nur, dass wir das klären, ich bin nicht so. Da bin ich aber sehr froh, Victor. Sonst hättest du jetzt gleich die Kündigung von mir gekriegt. Aber das hätte ich dir jetzt auch nicht zugetraut, dass du so bist. So, jetzt schießen und dann mit dem linken Stick den noch abwehren. Soll ich ihm besser ins Bein schießen? Au, und jetzt... Ja, komm, du schaffst das! Muss ich schneller sein? Mein Finger tut schon weh. Oh. Drücke ich schon richtig? Ja, ich drücke richtig. So. Weg bist du. War das ein Kampf? Halbautomatisch. Ah, endlich. Ich kann schießen. Benutzen Sie Sprachbefehle, um die Waffe zu wechseln. Und das wäre, sagen Sie Bogen. Bogen. Pistole. Das ist cool. Das finde ich echt ganz, ganz toll an dem Spiel. Werde Zeit für eine Dusche. Also für dich oder für Lara? Kingfish, danke für dein Follow. Ja, Victor, siehst du, da ist schon einer. Einer hatte Mitleid mit uns. Oder mit dir vor allem. Der will nicht, dass du deinen Job verlierst. Ihr macht das nämlich bei mir nicht für mich, wenn ihr followt, sondern für den Victor, damit er seinen Marketing-Manager-Posten nicht verliert. Stand da was, wo ich hin muss? Für dich mit Lara, alles klar. Das ist ja schon auch eine hübsche, ne? Gefällt mir auch. Die wird demoliert hier, die Arme. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Doch, ich habe eine Pistole. Oh, daneben. Nein!
Nein, nicht... Na toll, danke schön. Ach, der ist noch nicht tot. Kopfschuss. So. Muss ich nochmal? Ah, der ist noch da. Ei, immer noch nicht. Komm, zeig her deinen Kopf. Nachladen, schnell nachladen. Plündern sie tote Gegner, indem sie Dix drücken. Aha, gut. Was, die hat einen sehr knackigen Po. Ja, so wie die mal rumklettert und rumspringt, da muss man ja einen kriegen. Das wäre ja sonst nicht normal. Wieso kann ich denn die Kisten hier nicht kaputt machen? Habe ich die jetzt... Ah, da oben steht das mit dem Bergungsgut. Und bei den anderen? Den da hinten? Also, ah, auch noch? 65? Den habe ich schon. Gut. Da. Da lang, oder? Nein, da lang. Auch wenn es nur zwei Wege gibt, man kann sich verlaufen. Wieso macht's das immer? Muss ich mich jetzt wieder verstecken? Nein. Geräuschloser Kill. Benutzen Sie den Bogner, um Gegner lautlos auszuschalten. Also, Bogen! Aha, ich hab den schon. Wo ist denn der Gegner? Seh den. Ach, da! Habe ich den getroffen? Ja, sieht schon gut aus. Und den jetzt wieder plündern? Oder ist der ins Feuer? Nee, der ist ein bisschen daneben. Und darauf springen. Aufgeladener Schuss halten Sie beim Außen. Was? Wieso macht's das immer so schnell? Kann ich das irgendwo ändern? Spieloption. Sprachbefehle. Hat das was mit dem zu tun? Bewegungskontrollen. Benutzen er um die Bewegungskontrolle Eis. Ach, nee, das will ich nicht. Egal. So, aufgenommen. Bogen ist die beste Waffe im Spiel. Dann lasse ich den mal ausgerüstet nachher anstatt der Pistole, wenn du das sagst. Deinem Urteil traue ich, Zombie. So, geht das mit dem Springen? Hier? Ja. Oh, aber jetzt kommt sie nicht rauf. Aha, nee, es kommt jemand. Oder muss ich mich... Ach so, ich muss mich bewegen. Und jetzt darauf springen. Welchen zuerst? Schön in den Kopf. Und dann... So, du auch noch? Oh, danke. Wer hat mir denn jetzt die Leiter geschickt? Oder kommt da jemand... Oh, da kommt jemand runter. So, sonst keiner mehr. Bewegen Sie sich weiter auf den Berg hinauf und stoßen Sie zu Rot. Oh, da war noch was. Kiste mit Muni. Sind die alle tot? Oder nicht, dass da einer noch halb lebt? So viele. So viele habe ich schon getötet. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigst du auch auf. Bist du okay? Übertreib's nicht, Victor. Ich habe echt ein Problem. Sie bringen Leute... Rough. Männer. Ich weiß nicht, warum. Ich musste einige töten.
So, jetzt ist wieder gut. Stefan, wir morgen nicht arbeiten. Ja, wer will das schon? Also ich auch nicht. Wann musst du morgen... Ach, du hast mir... Nein, das hast du mir gesagt, wann du jeweils anfangen musst? Glaube ich um 8, oder? Ich gehe erst um 9. Dafür muss ich dann länger am Abend. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Wo ist denn der? Einfach immer darauf. Neues Lager entdeckt, Bergtempel. Ah, hier! Kann ich denn schon wieder was ausrüsten? Schnelle Reise. Nutze die schnelle Reise zum Erkunden bereits besuchter Gebiete. Ah, das ist das, was Zombie erzählt hat. Das alles wirklich tue. Okay, das mache ich jetzt aber nicht. Ausrüstung. Bogen-Upgrade. Überleben-Upgrade. Ich würde schon gerne den Bogen upgraden. Verstärkte Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Verbesserte Stemmaxt. Nee. Oh, was? Outfit. Aktuelles Outfit. Kostet das was? Bereits ausgerückt. Laras Standard-Outfit, ein blaugraues Tanktop. Auswahl ändern. Aber was hat's denn hier? Mit einer dicken Dreckschicht, wie in einem Actionfilm. Acht bis 17 Uhr, Montag bis Freitag. Also so ein richtiger 8 bis 5 Uhr Job. Nein, was sagt man 9 to 5? Ist gar nicht 8 to 5. Aber wir hatten es ja schon mal von deinen Arbeitszeiten. 30, einschließlich Bomberjacke, das klingt auch interessant. Hey, geh weg, ich kann nicht lesen. In diesem Outfit sieht Lara aus wie eine Dschungelkämpferin. Kletterhaken und Klettergeschirr. Werkzeuggürtel und Overall. Nee, das gefällt mir nicht. Bogenschütze, Wettkampfanzug und hohe Stiefeln und Unterarmschutz. Das klingt auch interessant. Aber das Dschungelkämpferin, ich glaube, ich nehme das. Kann ich das überhaupt? Guerilla-Outfit trage ich jetzt. Okay. Dann noch den Bogen. Nee, nicht überleben. Schnelle Reise. Da. Upgrades ansehen. Habe ich jetzt zu wenig. Nicht genug Material. Ach so, ich brauche... Jetzt habe ich mir ein Outfit gekauft, aber den Bogen nicht verstärkt. Das ist wieder typisch Frau. Kim muss um 4 Uhr los. Boah. Da möchte ich nicht tauschen. Ich gehe wahrscheinlich am spätesten von euch. Ich mag dich, Victor. Also, wie sehe ich denn jetzt aus? Hat sich das gelohnt, meinen Bogen dafür nicht zu aufzubessern? Nee, das ist ja, geht ja gar nicht. Naja, egal. Passiert ist passiert, man kann die Vergangenheit nicht ändern. Oder nicht jetzt. Ablenkung. Schießen Sie die Pfeile in die Mauern in der Nähe von Gegnern, um diese abzulenken. In die Mauern. Kann ich keine Feuerpfeile machen? Ah, ich hab genug. Ich könnte das ja mal versuchen, die da... Ah, das geht. Ach so, nee, das... Nee, mach die Fackel wieder aus. Mach die Fackel wieder aus. Wo sind die? Okay, dann schieße ich jetzt dahin. Und dann gucken die weg, hoffentlich. Nicht? Und jetzt? Können Sie andere Gegner töten? Okay, dann töte ich jetzt den da. Kopfschuss. Und soll ich den dann auch noch? Jetzt versteckt er sich. Ach so, ja, weil er weiß, dass hier geschossen wird. Kluger Junge. Ah, nee, er hat's nicht mitgekriegt. Oh, scheiße. Nee, nicht passen.
Ah, ich habe ihn erwischt. An deiner Arbeit ist halt in den dunklen Jahreszeiten doof. Du fährst im Dunkeln, sitzt den ganzen Tag. Ja, so geht's mir meistens auch im Moment. Der Nächste, der Follow-up bekommt 40 Brezeln. Von dir? Du hast doch gar keine. Oh, stimmt. Aufsammeln. Was? Wieso macht's das immer? Das nervt mich. Ah, doch, du hast 48. Glaslaternen. Schießen Sie auf Glaslaternen, um sie zu zerstören und ein Feuer zu legen. Wo ist eine? Da. Aber dann bin ich ja jetzt hier drin. Das will ich nicht. Hat sie das jetzt auch aufgenommen? Muss ich das jetzt einfach machen, auch wenn ich da drin bin? Das finde ich irgendwie doof. Jetzt habe ich die auf mich aufmerksam gemacht. Also zumindest wäre das logisch. Victor, lass mal. Das reicht schon. Zu viel Werbung und zu viel... wieso kann ich nicht schießen? Ich kann nicht schießen. Das ist kontraproduktiv. Da fühlen sich die Leute... Oh, ah, okay. Anschleichen und dann von hinten... Ach so, was denn jetzt? So? Ah, mit dem Bogen. Okay. Das gefällt mir. Oh, falscher Knopf. 10 EP hat das wieder gegeben. Habe ich das? Nein. Oh, au, oh, das war nicht lautlos genug. Schnell, schießen. Wo ist der andere? Da ist noch einer. Oh, der ist noch nicht tot? Doch. Oh, der... Was wirft denn der hier? Mir geht's nicht mehr gut. Mir geht's gar nicht mehr gut. Wieso? Ich hab den jetzt schon zweimal getroffen. Okay. Ich soll hier weg. Ich hab's schon verstanden. Aufsammeln. Schnell. Lara. Schneller. Waffenmodifizierung verfügbar. Habe ich jetzt gerade keine Zeit. Hier weiter. Oh. Seilrutsche. Springen Sie. Gut. Hochkrabbeln. Mach ich was falsch? Irgendwie will die nicht mehr. So. Haben wir das geschafft. Jetzt muss ich aber ganz schnell, ich hoffe, ich kann jetzt da drauf bleiben. Ich muss schnell aufs Klo, aber jetzt sollte es ja nicht weitergehen, wenn ich da bin, hoffe ich jetzt.
Was, deine Taktik ist so lange nerven, bis man nachgibt. Denn der Klügere gibt nach. Warte, nein, sowas. Nee, keine Chance. Nein, warum passiert denn das jetzt? Das darf aber jetzt nicht passieren, wenn ich... Ah, ich muss ins Hauptmenü. Ich kann da ja weitermachen, oder? Hat das jetzt gespeichert? Ich hoffe es. Ich muss doch einfach nur schnell aufs Klo. Ihr Fortschritt geht verloren. Und wenn ich das jetzt lasse... Und das... Oh, nein! Habe ich jetzt okay gedrückt. Scheiße. Naja, jetzt kann ich wenigstens aufs Klo. Bis gleich. Oh, ich glaube, wir haben noch einen Follow gekriegt. Bear mit Flair. Das ist ein cooler Name. Bear mit Flair. Danke für deinen Follow. Geh in die Optionen. Ja, zu spät. TTS. Hector sitzt da und lacht über Brötchen. Habt ihr auch lustige Wörter im Deutschen, die wir Schweizer vielleicht nicht kennen? Oh, ich glaube noch ein Follow. Ach ja, der Dirkit. Dirkit. Ist der Dirkit noch da? Danke für den Follow, Dirkit. Was ist falsch mit mir? Oh, ups, da ist ein Kabel. Jubik hat deine F angenommen. Ja, und weißt du noch was? Der Jubik hat mir gesagt, dass er deine Nachricht gar nie gekriegt hat. Also er hat dir nicht einfach nicht zurückgeschrieben. Er hat die gar nie gekriegt. Du solltest die vielleicht nochmal schreiben. Ist also nicht so, dass er dich einfach ignoriert hat. So, wir haben immer noch 16 Tickets im Gewinnspielpot. Noch einmal Aufruf an alle, jetzt wo ich ja ein bisschen Zeit habe, um rumzuquatschen. Wer mitmachen möchte beim Gewinnspiel für eine PS4-Skin im Oldschool-Look, Retro-Style oder wie auch immer ihr das nennen wollt, ihr könnt da, wo... hier... auf den Link klicken und dann könnt ihr Tickets kaufen. Eines gibt's gratis, die anderen müsst ihr mit euren Brezeln, die ihr hier im Stream sammelt, kaufen. Maximal 5 und der Gewinner wird am Ende des Streams dann ausgelost. Ja, nochmal. Du kannst sie ja kopieren und einfügen nochmal, dass du nicht nochmal alles schreiben brauchst. Wie bekommt man den Skin?
denn um die PS4? Das ist ein Kleber. So, ja, so eine Folie halt. Das heißt aber, es hieß Skin. So, ich hoffe jetzt, dass ich nicht zu weit zurückgefallen bin. Das ist so schön. Du bringst mich immer so zum Lachen, Victor. So, ah, da bin ich. Und was für eine Stelle ist das? Rendezvous auf dem Berg. Warum geht das? Ah, das ist wieder hier, wo ich dann an die Wand schießen muss, oder? Nicht? Nee, das ist was ganz anderes. Wieso bin ich denn jetzt hier? Ich komme, Rob! Oh, hat da der Wolf reingebissen. Wieso? Ich habe nix gedrückt. Warum kommt immer das... Irgendwas ist komisch. Oder habe ich was gesagt? Ist das durch die Sprachsteuerung? Ach, und noch ein Follow. Das ist ein Tag heute. So viele hatte ich schon lange nicht mehr. Danke, Psycho-Zombie. Noch ein Zombie. Ich mag Zombies. In 10 Tagen wirst du 30. Stimmt, am 14., ne? Hast du gewusst, 14 ist meine Lieblingszahl. So, wapp, nochmal. Was? Ab 30 geht's nur noch bergab. Zombie, sag doch das nicht. 30 ist ja bei mir auch nicht mehr so weit weg. Treppen fegen oder Klinken putzen? Definitiv Klinken putzen. Midgard hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel noch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kein. Wie alt der Carlos ist? Ich hoffe, ich darf das jetzt sagen. Ich hoffe, das stört den nicht. Der ist auch 30. Dieses Jahr 30 geworden. Die ist aber stark. Wie viele Verletzungen hat die jetzt schon? Ein Streifschuss, ein Loch im Bauch, jede Menge Prellungen wahrscheinlich, vielleicht eine gebrochene Rippe. Aber sie zieht den Mann. Aber was macht ihr das nicht? Bei uns muss die Person, die 30 ist und noch nicht verheiratet ist, entweder Treppen oder Klinken putzen. Am Rathaus. Nee, davon habe ich jetzt noch nie gehört, von dem Brauch. Das ist sicher wieder so was Deutsches. Ich glaube, das Spiel unterbricht mich einfach immer wieder von selber, damit ich ein bisschen mit euch plaudern kann. Du hast mir geflüstert. Hast du denn wieder was verschenkt? Hast du wieder Brezeln verschenkt? Bär mit Flair? Ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Aber ich gebe dem gerne deine Brezeln. Ach so, weil du gesagt hast, der nächste Follower kriegt 40 Brezeln. Der Mann muss, glaube ich, Treppen putzen und die Frau klinken. Was haltet ihr denn vom Heiraten so allgemein? Ist das heute noch sinnvoll? Seid ihr verheiratet? Und wenn ja, findet ihr es gut? Ich bin's ja noch nicht. Ich lasse mich da gerne noch ein bisschen... ich finde das Wort nicht. Finden Sie Roths Rucksack? Roth. Kann ich den ausnehmen? Okay. Kann ich mich da irgendwie führen lassen? Kann ich mir den Rucksack zeigen lassen? Ist der jetzt da, wo das Dingens hinzeigt? Also da oben. Ah, da! Da ist der Rucksack oder da ist das nächste Camp.
Wenn ich das nur wüsste. Soll ich da jetzt noch rein und ein bisschen mich umschauen? Oder hat's da Leute, die mir was tun wollen? Wo ist Feuer? Ich brauche Feuer. Wobei es regnet. Hält sich das Feuer dann überhaupt? Heiraten ist gut, aber nur wegen der Steuerklasse, sonst ist es zu teuer. Bei uns ist das eben so, dass man steuerrechtlich einen Nachteil hat, wenn man heiratet. Irgendwie. Oder steuertechnisch, nicht steuerrechtlich. Alles crispy clean. Nach der Scheidung wird es erst teuer, das stimmt. Du bist jetzt mit Kim fast 5 Jahre zusammen und hast 3 Anträge bekommen. Du hast immer Nein gesagt. Ist das so? Hat er dich gefragt und du hast Nein gesagt? Oder du hast Ja gesagt, aber ihr habt es einfach noch nicht zum Heiraten gebracht? Kann ich das anzünden? Oh, war das jetzt ein Huhn? Das klingt nach einem Huhn. Oh, da ist noch was. Aha, ich habe wieder genug. Jetzt stell dich nicht so an, das ist doch nicht so schwierig, darauf zu springen. Da muss ich wieder was runterholen. Aber wie? Kann ich da nicht rein? Wie hole ich das Ding runter? Da oben hat's noch eins. Aufs Dach rauf. Aber wie komme ich aufs Dach? Oh, doch. So? Darauf klettern. Geht auch nicht. Du hast Ja gesagt. Ach so. Und du hast dann trotzdem 3 Anträge gekriegt, obwohl du schon Ja gesagt hast. Ihr macht das ja gut. Was hat denn der Kim genau gemacht? Hat der irgendwas Spezielles gemacht? So in den Himmel mit dem Flugzeug was geschrieben oder so? Ich will, wenn, dann ja schon einen ganz speziellen Antrag. Darum hat mich der Jubik wahrscheinlich noch nicht gefragt, weil er nicht weiß, was er sich da einfallen lassen soll. Oh, ja, fast. Gut ist die. Oh nein, jetzt habe ich die Fackel ausgemacht. Und die brauche ich bestimmt. Wer hat das zurückgelassen? Was für ein Behälter? Jetzt habe ich einen Geocache, aber meine Fackel ist aus. Sollte ich die jetzt wieder anzünden? Servus, Space Mopsy. Alles gut bei dir? Bei den Türen mit dem Seil brauchst du ein Seilpfeil. Ein Seilpfeil? Kann ich den... Jetzt hat es wieder von selber umgestellt. Aber ist gut, dann kann ich gerade ein bisschen lesen. Victor, dräng doch die Leute nicht so zum Follow. Der ist doch erst gerade reingekommen. Jubik ist schüchtern, deswegen... Ja, am Anfang war der schüchtern, jetzt ist er das doch nicht mehr. Ihr seid seit 99 verlobt und auch noch nicht verheiratet. Ihr seid bis jetzt nicht dazu gekommen. Was habt ihr denn für stressige Leben, dass ihr keine Zeit zum Heiraten habt? Aber immerhin seid ihr schon verlobt. Einige Jahre lang. Mit dem Himmel in den Flugzeug geschrieben. Du willst mich doch bröteln. Einmal bei Facebook, dann halt privat und ein in einer Kneipe. Das ist jetzt aber nicht gerade so romantisch.
Brauchst du das nicht? Bist du mit dem zufrieden? Sonst spreche ich mal mit Kim und sage, er soll dich noch ein viertes Mal fragen, aber ein bisschen romantischer. Vielleicht ist es meine komische Steuerung. Soll ich jetzt von Dach zu Dach? Ich schaue mir das jetzt hier erstmal an. Oh, 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 oh. Und wenn ich dann doch Feuer brauche? Gehörte das alles zu Yamatai? Dann liegt's einfach an ihr. Stefan ist wieder nett. Eventuell hat der Controller einen Knacks weg. Ja, der ist auch schon lange im Einsatz. Ich habe noch einen anderen. Aber sonst hat der noch nie so rumgezickt in anderen Spielen. Er ist jetzt mit Lara hier. Das war alles romantisch genug. Stimmt, der Kim ist ja auch da. Habe ich fast vergessen. Autsch. Eine von drei Sempafi gefunden. Sempafi. Semper heißt immer, aber was heißt Vieh? Silberner Flachmann, das hier muss eine Insel Vorhut untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Gut. Oh. Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Ich brauche jetzt dann auch wieder einen Drink. Da stehen wieder 10, 20, 30, 40, 45. Jetzt haben wir schon 63 und 45. Senshi Elite, alte Mützen. Gut. Okay. Kairos und ich sind seit 17 Jahren verlobt. Bietet wer mehr? Ich bin seit 8 Jahren vergeben, aber verlobt noch nicht. Das ist zwecklos. Nee, war schon toll, die drei. Space Mopsy hat seiner Freundin ein Ü-Ei mit einem Verlucken. Oh, das ist süß. Sowas würde mir jetzt auch reichen. Einfach ein bisschen was Kreatives, sich ein bisschen was überlegen. Und hat sie ja gesagt, Space Mopsy? Freundschaftspreis. Der Victor ist ein richtiger Geschäftsmann. Ich merke das schon. Der will mal hoch hinaus. Willst du mal Karriere machen, Victor? Marketing Manager bist du ja schon mit deinen. Was bist du auch? 17, oder? 17 oder 18? Nee, wieso? Ich habe nicht Pistole gesagt. Bogen. Irgendwie. Ah, ich bin auf die falsche Seite. Sie hat ja gesagt. Das ist aber schön. Und verheiratet seid ihr jetzt auch schon? Oder kommt das noch? Ich kenne das gar nicht, dass man sich verlobt und dann so lange nicht heiratet. Bei uns, wenn schon Antrag, dann geht das dann meistens ziemlich schnell. So ein halbes Jahr bis ein Jahr oder so. Ist hier noch was da? Aha, ich habe wieder genug. Wie mache ich denn die Seilpfeile. Muss ich da wieder ans Lager? Ich würde ja auch so gerne hier noch was kaputt machen. Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Juvik kann den Verlobungs... Ich muss zuhören. Unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre.
Ich bin mir zwar nicht sicher, ich nehme das sowieso nicht auf. Ich kann das wahrscheinlich nachlesen, oder? Das ist jetzt eine von 10 alten Schriftrollen. Okay. Also, Yubi kann den Verlobungsring ja in eine Paprika machen. Dann hast zwar den Ring, aber auch Zahnschmerzen. In eine Paprika. Also kreativ ist es, romantisch nicht unbedingt. Space Mopsy, danke für den Follow. Kommt noch mit der Heirat. Ist denn niemand hier, der mir sagen kann, wie es ist, verheiratet zu sein? Ob sich da was ändert vom Gefühl her und so? Nee, ich will nicht hoch hinaus, habe Höhenangst. Der Victor, der ist heute ziemlich gut drauf, ne? Wie komme ich zu meinen Seilpilzen? Was will ich denn mit Seilpilzen? Habe ich Lust auf Pilze? Ich mag doch gar keine Pilze. Ich komme hier nicht weiter. Ich brauche Seilpfeile. Hey, nein, jetzt stresst es mich aber echt. Hätte ich hier was machen können, wenn ich Feuer habe? Nein, ich brauche jetzt echt einfach die Seilpfeile. Und ich habe schon gehört, dass da wieder Wölfe heulen. Puh. Dein bester Freund, Frau kennengelernt, nach 2 Monaten bei ihm eingezogen, nach 6 bereits schwanger und nach 9 geheiratet. Das Kind kommt Anfang Januar und die sind noch kein Jahr zusammen. Wie alt ist denn der Freund? Das macht nämlich auch noch ein bisschen was aus. In einem gewissen Alter weiß man ziemlich schnell, was man will und was nicht. Da ändert sich nichts. Wäre ja schlimm, wenn sich was ändern würde. Ich habe eben von einer einen Arbeitskollegin gehört. Ah, da ist echt ein Huhn. Oh. Für sie hätte sich total viel geändert. So vom Gefühl her. Das sei alles dann noch viel ernster und so. Jetzt kann ich die Fackel gar nicht mehr anmachen. Doch. Aber ich hätte da gern noch ein paar andere Meinungen zu. Oh, nein. Nicht da. Hier. Rauf. Aber nein, was mache ich denn? Ich will ja Seilpfeile. Bin müde. Seilpilze, du hast aber auch einen gebrötelten Clown zum Frühstück gegessen. Er ist 31, sie ist 21. Also 31, da hätte ich jetzt gesagt, der weiß schon, was er will, aber mit 21... Zombie, magst du mir schnell sagen, ob ich die Seilpfeile hier überhaupt schon machen kann oder ob ich da umsonst jetzt noch rumlaufe? Wie komme ich denn jetzt da weiter? Wie bin ich darauf gekommen? So, ich bin rangesprungen und dann raufgeklettert. Ich versuche jetzt noch irgendwas abzufackeln. Ich muss doch einen Rucksack finden, oder? Kann das sein? Oh, da bin ich ja noch gar nicht raufgegangen. Gut, habe ich die Fackel schon mit dabei. Oder war ich hier schon? Weißt du nicht mehr, ist schon zu lange her. Schade, schade. Aber ich nehme mal an, wenn es so wichtig ist, dann wird das schon noch kommen. Da oben? War ich da? Da kann ich noch runterrutschen. Kann ich da jetzt ran? Ja. Aha, aber das hat mir nichts gebracht. Da kann die nicht rauf. Bringt nichts. Also ich gehe hier mal wieder weg. Da gibt's nichts mehr zu holen. Glaube ich. Nö. Hä? Aha,
ich bin jetzt wo ganz anders. Muss ich denn hier weiter? Den Wasserfall runter. Oh! Ist das... Ah, das ist ein Lager. Eine... Oh, wieso leuchtet das so? Ein Fähigkeitspunkt. Kategorien ansehen. Jetzt muss ich aber meinen Bogen upgraden. Die Seilpfeile bekommst du erst noch. Okay, dann übe ich mich da mal ein bisschen in Geduld, was ich ja sonst nicht so gut kann, aber ich gebe mir jetzt mal Mühe. Sandra, hast du Weihnachtsgeld bekommen oder gibt's das und Urlaubsgeld nicht? Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld? Nee, sowas gibt's bei uns nicht, sowas Schönes. Was ist denn das? Aha, aber warte mal. Habt ihr auch das mit 13 Monatslöhnen? Ich kriege einfach einen 13. Der geht zwar dann für die Steuern direkt wieder drauf, also eigentlich ist das nicht wirklich Geld, das man behalten und ausgeben kann. Also ausgeben nur für die Steuern. Aber vielleicht habe ich eine kleine Lohnerhöhung gekriegt. Also vielleicht. Ja, vielleicht. So, hier, Bogen. Upgrade. Meister. Gemeistert? Wurfstärke. Ist schon richtig, oder? Und jetzt habe ich noch 17. Kann ich sonst noch was machen? Schnelle Reise, Ausrüstung, Fähigkeiten. Aha, ich habe immer noch einen Fähigkeitspunkt. Hä? Aber habe ich den jetzt nicht ausgegeben? Ah, nee. Das sind verschiedene Punkte. Wenn du Instinkt benutzt, wird dir normalerweise angezeigt, wo du hin musst. Danke, Zombie. Das ist mit dem leuchtenden Dingens, gell? Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld ist das 13. Ah, dann ist das das Gleiche. Doch, das kriege ich. Ich weiß gar nicht, wann das kommt. Wann kommt das? Am 5. Nee, das müsste... Stimmt, das müsste jetzt dann kommen. Deine Frau bekommt kein Weihnachtsgeld. Die arbeitet in... was hast du gesagt? Mit schwer erziehbaren Jugendlichen, oder? Das warst du. Also das war deine Frau. Urlaubsgeld gibt's im Sommer. 46% vom Netto-Einkauf. Und dasselbe nochmal zu Weihnachten. Ach so, ihr kriegt das sozusagen in zwei Teilen. Einmal im Sommer und einmal im... Aha, Einkommen. Ja, das habe ich schon gedacht. Warum kriegt denn die kein Weihnachtsgeld? Das ist ja kein einfacher Job. Gerade da müsste es doch Weihnachtsgeld geben. 0 von 8 und da habe ich eines, ne? Überleben. Mach ich mal, Jäger. Sicherer Schuss, Munitionskapazität, das wäre vielleicht was. Oder Gewichtheber, Stärke. Was schalten Sie Feinde mit Finesse aus. Benutzen Sie Ihre Pfeile, um im Nahkampf zusätzliche Belohnungen? Ah, das kann ich noch nicht. Die sind alle noch gesperrt. Ich kann nur den. Warum schaue ich mir die denn überhaupt an? Weihnachtsgeld ist freiwillig. Ach so. Ja, der 33. Der 33. Monatslohn. Weil ich gerade die 33 Zuschauer gesehen habe. Ist bei uns eigentlich auch freiwillig, respektive wenn er ausgezahlt wurde einmal, dann muss er im Folgejahr auch ausgezahlt werden, aber theoretisch ist das auch freiwillig. Ja, der Brot ist eigentlich noch da. Also ich sehe den in der Viewerlist. So. Habe ich jetzt... Ja, ich habe, glaube ich, alles gemacht. Da, nach drüben. Okay. Und dann? Ah, doch, da hoch. Ganz da hoch. Also, gut. Gehe ich halt nochmal über das Ganze drüber. Oh, da liegt was. Was ist das? Was ist das? Kann ich da ranzoomen? Nee, nicht so. So, und dann... Was ist das? Das sieht komisch aus.
zu wenig Schwung. Könnte ich mich vielleicht da ranhangeln? Ja, das geht. Ah, da bin ich gleich da oben. So, und jetzt muss ich darüber. Okay. Immer noch alles gut. Darauf. Da war ich schon, oder? Weil ich habe mich ja schon... Ah nee, ich habe mich da runtergelassen. Wo geht's denn hier weiter? Oh, was? Was war jetzt das? Nein! Da wurde doch irgendwas angezeigt. Oh Mann. Ich nicht mehr genug Platz. Das bringt ja nichts, wenn ich wieder da runter gehe. Wie komme ich da hoch? Oh! Wer hat denn jetzt da das was nach mir geworfen? Oh! Vienna Killer, guten Abend und danke für den Follow. Oh, irgendwas ist passiert. Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ah, da ist ja noch ein Weg. Den habe ich gar nicht gesehen. Ist da nicht was zum Sammeln? Nein. Das hat ausgesehen wie ein Seil. Dann hätte ich vielleicht bald die Seilpfeile basteln können. Was ist jetzt passiert? Oh, die Musik wird wieder bedrohlich. Aber das Spiel sieht echt schön aus, muss ich schon sagen. Sorry, Lara. Sorry, du musst jetzt halt alles nochmal machen. Komme ich von hier auch darauf? Ah, vielleicht so. Nicht? Komm schon! So fies. Jetzt muss ich da alles nochmal hoch. Aber ich habe mich an die Laterne geschwungen. Und dann hat das geklappt. So, ich muss, glaube ich, schneller sein. Das war knapp. So, vielleicht mal die Fackel anzünden, wenn es schon Feuer hat. Wo ist der Wolf? Ah, ich mag nicht. Schon wieder so viele Skelette. Wo ist der? Was muss ich drücken? Linker Stick und Kreis, wenn der kommt. Kann ich denn... Ah, nee, Bogen! Ich hab... Wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Habe ich den jetzt irgendwo liegen lassen? Mein Bogen ist weg! Wo ist der Wolf hin? Einfach schnell weitergehen. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Oh. Ah. Hilfe! Hilfe! Ein toter Hirsch!
gehen. Bringen Sie den Sender zu Roth. Schrei um Hilfe. Okay, schnell. Schnell, 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 schnell. Oh nein, 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 nein. Bitte kein Wolf, bitte kein Wolf. Geh runter von mir, du Tier. Das war knapp. Okay, jetzt kann ich wieder aufatmen. Wie viele Follows? Das ist noch eine gute Frage. Ich zähl mal schnell. 2, 4, 6, 8, 10. 10 Follows. Ich glaube, das ist nach damals mit Unravel. Da hatte ich, glaube ich, 100 an einem Tag. Aber 10 ist jetzt schon fast wieder rekordverdächtig. Ja, das ist echt ein Schockerspiel. Das sollte echt unter Horrorgames laufen. Das ist viel, viel gruseliger, als wenn ich jetzt das mit Slender oder sowas vergleiche. Das ist nix dagegen. So, jetzt muss ich da wieder irgendwo runter. Wo? Wo genau? Aha, okay. Komm ich da runter? Ich weiß nicht, ist ein bisschen hoch, ne? Oh, da hat's Zeichen. Illuminati. Nein, ein Berg mit einem Kreis. Da lang. Soll ich darüber? Vielleicht führt mich das noch irgendwo hin. Zu einem versteckten Ort. Ah, jetzt kann ich mich da abseilen. Das finde ich cool, das mag ich immer. Hey, Flotzi! Guten Abend, Flotzmeister. Alles klar bei dir? Da draußen, ne? Ne, ne. Das sage ich sonst nie, ne? Ich finde, das klingt eigentlich ein bisschen doof. Ne, ne. Oh! Es wird getutet. Irgendwas passiert. Lil Homie Styles. Danke für den Follow und guten Abend. Schau im Wasserfall genauer hin. Oh, stimmt, Kim, du hast das ja auch schon gespielt. Oh, 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 oh. Die arme Lara. Wo war der Wasserfall? Auf der Seite? Ah, war das bevor ich mich abgeseilt habe? Jetzt muss ich da wieder alles hoch. Das war da oben dann in dem Fall. Wie bin ich über diese Dinger hier? Oh, oh, oh. Sorry, Lara. Du machst was durch mit mir. Badum, 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 badum. Ah, genau. Ist das... Ach so. Nein. Warte. Ich komme da jetzt gar nicht mehr hin, oder? Ich habe das kaputt gemacht. Oder von da vielleicht? Von dem? Nein. Ich komme nicht mehr hin, Kim. Ich muss das jetzt halt sein lassen. Ah, ich habe Waffen. Ich habe Muni aufgenommen. Kann das sein? Bei mir auch. Danke, Flotzi. Die Wand. Also du meinst... Ah, der Wasserfall ist ja gleich da hinten. Komme ich denn da auch... Ach so, ich komme da doch von hinten so ran, oder? Nee, doch nicht. Oder so... Ist das jetzt ein Wolf?
Dann haben die Zeichen doch was bedeutet. Kannst du hoch? Die weiße Wand kann man klettern. Die weiße Wand. Muss ich denn jetzt wieder zurück zur weißen Wand? Wie war das hier? Alles wieder rundrum. Komm schon, kannst du da jetzt nicht rauf? Ist das denn wichtig, Kim? Was da beim Wasserfall ist? Kannst du vielleicht mal Uncharted 4 streamen? Ist so ähnlich wie das Spiel, bloß mit besserer Grafik und Story. Noch bessere Grafik. Das ist hier ist ja schon gut. Oh, ich hätte da noch was machen können. Ah, hör mal auf. Immer funkt mir das dazwischen. Nee, ist nicht wichtig. Gut, dann lass ich's. Das ist mir zu viel Aufwand hier. Und tschüss. Ich mach dann das vielleicht offstream mal nochmal durch. Da kann ich mir dann solche Sachen gönnen. Und das machen, habe ich jetzt gönnen gesagt. Ich versuche ja möglichst nicht solche Dingens zu nutzen. Muss ich mich wieder abseilen? Ist schon ein bisschen hoch, aber aufs andere Dach vielleicht. Kann man immer wieder hin, ist eine versteckte Höhle. Okay, alles klar. Danke. Da. Hast du das schon gespielt, Victor? Uncharted 4. Ich glaube, du hast mir vor. Hast mir das erzählt. Dass du das zumindest hast. Ob du es schon gespielt hast, weiß ich nicht. Oh, das ist aber schade, Flotzi. Aber dann noch einen schönen Abend. Und viel Glück mit deinem Internet. Dir auch, danke, Flotzi. Ich gönn mir das nicht. Ich gönn mir das nicht. Das war nur ein Versprecher. Ich gönn mir gar nichts. Ich lasse es mir gut gehen. Ich spiele das Spiel offstream durch. Hast du schon durch? Dann würdest du es dir trotzdem nochmal ansehen, wenn ich das streame. Okay. Ich überleg's mir. Ich schau's mir mal noch an. Wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey. Du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll. Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Oh, Stefan geht auch? Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Danke dir auch einen guten Wochenstart. Schlaf gut und träum schön. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Das Spiel hat mehr Locations. Also Locations hat's mir hier genug. Und Pfeil ist da. Guten Abend, Pfeil. Was ich wieder angestellt habe, was ich gesagt habe, ja ganz viel Scheiß habe ich. Ich habe gesagt, Pfeil, ich gönn mir ein Spiel offstream. Ich habe gesagt, ich gönn mir das. Kannst du dir das vorstellen? Aus meinem Mund gönnen. Von der Story kriege ich einfach wieder nichts mit. Aber es hat schöne Bilder und alles und das gucke ich mir halt an. Kletteraxt. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Drücken Sie um zerklüftete Wände. Schrei um Hilfe, erklimmen Sie den Wasserfall. Also wenn ich könnte, da zu dem Spiel irgendwie eine Rückmeldung zu geben. Ich finde,
Die Infos werden immer viel zu kurz eingeblendet. Ach so, das ist das, was Kim gemeint hat. Die weiße Wand kann man hochklettern, aber das kann ich erst jetzt, weil ich erst jetzt die Axt gekriegt habe. Was heißt, du willst das spielen, ohne dass wir uns dabei lustig machen können über dich? Darum spiele ich es ja das erste Mal, wenn ich es noch nicht kenne, für euch. Weil wenn ich es dann ja schon kenne, ist es ja nicht mehr lustig. Gönn dir einfach mal den Trailer dann offstream. gönn ich mir. Das wäre ein verschenktes Spiel in deinen Augen. Das sollte nochmal überdacht werden. Ja, der Wusi. Ich weiß auch nicht. Schreib dem doch mal. Der war vorhin eigentlich mal on. Ich guck mal schnell. Du bist ja bestimmt nicht mit dem befreundet. Du bist ja bestimmt mit niemand befreundet. Nee, der ist nicht mehr on. Vorher war der mal da. Nee. Keine. Feil, wir haben heute schon 10 oder 11 neue Follows. Was sagst du dazu? Dein Fehler, jetzt kannst du erst... Genau, jetzt probiere ich das mal. Oh. Ach so, muss ich da außen rum? Hoch? Geht nicht? Nee, nicht. Nicht was anderes ausrüsten. So. Nicht schon wieder runterfallen. Kann ich denn jetzt... Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Aha, jetzt kann ich wahrscheinlich da dann noch weiter rauf. Ich muss ja da oben irgendwo hin. Dahin muss ich. Du hast keine Freunde, nee. So gemein wie du immer bist, hast du bestimmt keine Freunde. Der war auch bei dir heimlich drin, der Wusa. Heimlich? Hat er einfach nicht Hallo gesagt. Geht ja gar nicht. Ich schimpf den das nächste Mal, wenn ich den sehe. Der ist überall und nirgends. Final Fantasy 15 hast du geschaut. Was? Hi, guten Abend, Domi. Kim wollte schlafen, hat er zu dir gesagt, er geht schlafen und dann ist er zu mir ins Stream gekommen. Vielleicht liegt er ja im Bett und guckt Stream. Du würdest es dir auch gerne ein zweites Mal anschauen. Was denn jetzt, Uncharted oder das hier, was wir spielen? Wusa und Halla waren da. Gleich im Doppelpack. Was? Richtung raue Felswände. Okay, ich versuch's. Das war ein schlechter Versuch. So würde ich auch gerne klettern können. Könnt ihr klettern? Also so richtig? So, jetzt! Ah, schnell? Ja, jetzt hat's geklappt. Ah, und jetzt kann ich nochmal erkunden, sie Gräber, um geheime Belohnungen zu entdecken. Geheimes Grab in der Nähe. So, dann folge ich jetzt hier nochmal den Pfeilen. Ah, jetzt ist da was offen. Das war vorher wahrscheinlich noch gar nicht offen. Da haben's wieder ganz viele von diesen Händen, von diesen Sonnenhänden. Was war das? Wieder ein Geocache. Okay. Das ist aber allemal besser als das Babykrabbel über Bodenspiel. Ich mag das. Das Among the Sleep. Ich werde das auch noch fertig spielen. Da musst du halt dann jedes Mal, wenn ich das spiele, die Augen zumachen. Oder einfach nur schreiben und das Spiel nicht gucken. Erstes Level hier, ich kann aufstehen. Victor lacht immer noch wegen Bröteln. Ich muss mir noch mal ein paar andere lustige Wörter überlegen, die es im Schweizerdeutsch gibt. Dann hast du jeden Abend was zu lachen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Bröteln dich den ganzen Abend da so hinhält mit Lachkrämpfen. Das ist nicht bekloppt.
aber nicht so gut wie Kolat. Da traue ich mich im Moment nicht mehr ran, weil da habe ich mich ja letztes Mal so verlaufen. Spammy, das ist ein guter Name für Pfeil. Was ist Bröteln? Also das schreibt sich nicht Bröteln, sondern Bröteln mit zwei Ö. Das ist auf Schweizerdeutsch Würstchen grillieren. Also nicht unbedingt Würstchen, aber halt einfach grillen. Vor allem halt auch am Lagerfeuer. Lagerfeuer. Achso, hier ist auch ein Lager. Darum bin ich ja überhaupt auf das gekommen. Mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie wieder so ein selber erfundenes Wort, das wir alle kennen sollen. Aber warum? Ich erfinde keine Wörter. Sowas würde ich nie machen. Was wollen sie? Überleben oder jagen? Ich bin schon eher die Überleberin. Gibt's oft im Schweizerdeutsch. Das ist dann aber nicht erfunden in dem Sinn. Ich meine, jede Sprache ist ja erfunden. Das ist gut zu kennen, wenn wir nächste Nachtschicht haben, frage ich meine Kollegen mal, ob wir wieder bröteln. Mach das unbedingt und erzähl mir, wie die reagiert haben. Die erfinden ständig irgendwelche Worte und tun so, als ob es sie seit Jahrhunderten gäbe. Nur weil du sie nicht kennst, heißt das nicht, dass es sie nicht schon seit Jahrhunderten gibt. Vielleicht bist du einfach etwas zu ungebildet. Grillieren. Stimmt, grillieren sagt dir auch nicht. Grillen. Grillieren. Was ist denn da dran so lustig? Also ich finde Bröteln jetzt selber schon lustiger als grillieren. Ja, wortgewandt heißt noch nicht unbedingt gebildet. Lass dir das mal gesagt sein. Ich kenne mich damit aus. Also, ich wollte Überlebensupgrades. Und zwar könnte ich mir noch die tierischen Instinkte. Ah, da hat Zombie mal was dazu gesagt. Du bist nicht Kunde. Lern das mal. Du bist Gast hier. Und du hast nett zu sein. Nächstes Jahr auf der Gamescom redest du einfach mal mit den komischen Wörtern und Jubik nimmt deren Gesicht auf. Genau, falls ich auf die Gamescom komme, spreche ich den ganzen Tag dann nur Schweizerdeutsch. Minimaus, guten Abend. Schön bist du da. Wie hast denn du hergefunden über das Spiel? Und alles gut bei dir? Du machst das doch mit Absicht. Was? Wer? Wer macht was mit Absicht? Habe ich schon wieder was gesagt? Review. Was wollt ihr denn reviewen? Also, durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Oder Tierkadaver. Ah, das habe ich ja schon. Und das, kann ich denn das jetzt nehmen? Finding will ziehen ihre... Also, kann ich das nehmen? Ja. Gut, jetzt habe ich es automatisch schon genommen. Ah, okay. Gut. Aha, nein, jetzt habe ich es genommen. Kim Viva die Konda. Die Anaconda. Also. Seht aktualisiert. Nee, ich wollte doch nur... Ich will doch nur die Fackel anmachen. Geht das nicht? Und jetzt da hinten weiter. Nee, da geht's gar nicht durch. Wo geht's denn weiter? Da geht's wieder raus. Ach so, ich bin ja nur hier in der Höhle, weil das ein Zusatz... nee, nicht Höhle. Grab, Denkmal irgendwie, so. Oh, ich glaube, wir haben wieder ein Follow. Killerbube!
Killerbube, danke für dein Follow. Und hallo noch auch. Wie der Link zu den Tickets ist, warte, ich mache euch das nochmal, auch für alle, die neu dazugekommen sind. Oh, danke Brot. Ihr könnt heute einen Skin für die PS4 gewinnen, so einen Oldschool-Skin, den ihr dann da drüber kleben könnt. Und unter dem Link, der da ist, könnt ihr Tickets kaufen. Das erste Ticket ist frei für jeden und danach... Jetzt seht ihr, ich hab den Controller nicht in der Hand und trotzdem macht er sich selbstständig. Wo war ich? Genau, ihr könnt dann mit Brezeln noch Zusatztickets kaufen, um zu gewinnen, genau. Und am Ende des Streams werde ich dann den Gewinner verkünden. Bis jetzt haben wir 21 Tickets schon, einiges mehr als letztes Mal, einiges mehr. Wieder was, wo du nichts gewinnen kannst. Warum kannst du nichts gewinnen? Brot sollte für seine guten Taten 10 extra Brezeln bekommen. Da reden wir dann später drüber. Wenn ihr die nicht immer verspielen würdet, müsstet ihr nicht immer bei mir um die Betteln kommen. Was? Moment mal. Victor, ich muss jetzt schon sagen, du machst heute wirklich einen sehr guten Job. Ich bin stolz auf dich. Das sage ich nicht oft. Das ist eine Ehre. Heute mache ich eine Ausnahmefeil. Solltest du heute tatsächlich gewinnen, dann gewinnst du auch. Ich will mal nicht so sein. Heute zumindest. Die guten Preise kommen ja noch. Da lasse ich dich dann nicht mitmachen. Oder nicht gewinnen. Oh, habe ich ein neues Ziel. Die Wand hoch. Oh, nicht so schnell. Alles hat angefangen mit Siri und jetzt bröteln von 11 bis 19 Uhr. Was? Irgendwas habe ich verpasst. Ich bin schon viel weiter. Moment mal, Sandra, wie geht's dir eigentlich? Das hatte ich alles noch nicht gesehen. Ich bin verticketet. Oh mein Gott, bist du wirklich stolz auf mich? Natürlich. Nach so einem Tag oder nach so einem Abend, wie könnte ich da nicht stolz auf dich sein? Ich glaube aber nicht, Pfeil, dass du da mitmachen möchtest, weil du müsstest mir ja dann, wie gesagt, deinen richtigen Namen sagen. Und ich glaube, da hast du so deine Probleme damit. Jetzt muss ich wohl darüber... Respektive Lara. Oh, wieso sind jetzt da Leute? Das war jetzt, glaube ich, nicht so klug. Schnell! Töten! Wo ist der hin? Da. Nein, nicht nach mir. Ups, ich glaube, ich sterbe. Ja, ich sterbe. Wie? Was? Wieso das? Ich hab mich doch schon angemeldet. Was, hast du jetzt schon ein Ticket gekauft? Ja genau, du musst mir sogar deine Adresse sagen. Es kommt noch viel noch dicker. Darauf gönne ich mir erstmal einen Schluck O-Saft. Du bist fies. Wieso habe ich das nur gesagt? Oh. Also, wie mache ich denn das jetzt? Sieht
ärgere mich, wenn ich da durchgehe. Ich glaube es fast. Oh, nein, er hat mich gesehen. Hör mal auf mit dem. Aber jetzt habe ich wenigstens bessere Deckung. Ah, schlecht. Jetzt hat er sich selber zerbombt. Nee, komm nicht hierher. So, abgestürzt. Das tut weh. Wo bist du da? So. Sind da noch mehr oder waren das nur die drei? Wo muss ich überhaupt hin? Aha, wieder da. Nach oben. Gut. Ah, plündern. Unbedingt. Wo sind die anderen? Ah, da ist wieder ein Hund. Kann ich das eigentlich auch abschießen? Nee, ich töte keine Tiere umsonst. Warum soll ich das sagen? Ich sag nicht gerne was, wenn ihr sagt, ich soll es sagen. Ihr legt mich doch rein. Sandra, du weißt, dass ich immer im Stream lächeln muss, aber heute habe ich einen Lachflash. Ich aber auch. Du warst heute echt gut. Oh nein, nein. Und das alles nur wegen dem Bröteln. Wieso macht denn die das jetzt nicht? Ich drücke Viereck, dann müsste sie eigentlich den Kletterhaken rausholen. Muss ich den noch ausrüsten? Kletterhaken. Pistole. Das geht. Kletterhaken. Kletteraxt. Kletteraxt. Die will nicht. Die hört nicht auf mich. Ah, das Ding ist da auf Pause gegangen. Ach so. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Erst springen. Hat schon geklappt. Danke, Kim. Noch einmal. Noch einmal Mitgefühl. Ein Lob gibt's nicht oft, beziehungsweise nie. Das stimmt. Ich lobe viel zu selten. Nein, man muss einfach auch erst Leistung bringen. Aber heute war der Victor wirklich gut. Schnell. Gerade noch. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Damit geizt sie? Ja, mit irgendwas muss man ja geizen. Greetings from Norway. Hello, Oddvar. Greetings from Zurich, Switzerland to Norway. So nice having someone from Norway here in the chat. I think I've never had someone from there. How are you? Wir sind alle gut seit Anfang des Jahres dabei. Stimmt, wir haben ja jetzt dann schon bald unser Einjähriges. Das müssen wir dann feiern. Ich muss noch raussuchen, an welchem Tag ich das erste Mal gestreamt habe. Jubiläum und so. Nee, der Fall nicht. Sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Und wie? Victor, hör auf. Wir haben genug Follows für heute. Oh, was ist das? Aha. Waffenwechsel.
Ich weiß, wie ich die Waffe nehme. Das muss alles nicht sein. Hört mal auf, immer dieses Zeug zu schießen. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Wo ist er? Da. Oh. Ich glaube, jetzt bin ich dann tot. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wo ist er? So, das hast du davon. Jetzt bist du noch nicht tot. Es war doch ein Kopfschuss. Celebration. Oh. Time, come on. Oh, oh, oh. Aufnehmen alles hier. Vielleicht sollte ich doch mal den Controller wechseln und schauen, ob das was bringt. Kommt da noch einer? Great game, yes. I like it a lot, especially the graphics. They're awesome. So, was gibt's hier? Nichts Besonderes. Black Ops 3 war die größte Hürde. Wieso meinst du? Jetzt kommt der Victor wieder mit seinen Fragen. Habe ich vielleicht sonst noch was? Ich habe, glaube ich, noch nicht alle geplündert. War da nicht noch einer? Nö. Haben alle noch Ubik während seiner aktiven Zeit begleitet. Das stimmt. Das ist sehr schade, dass er nicht mehr streamt. Ich sag's ihm ständig, aber ist nichts zu machen. Wenn er nicht will, lässt er sich auch nicht überreden. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Ja, der Ubik, der wurde halt befördert und hat jetzt ziemlich viel Stress auf der Arbeit. Und er hat einfach auch keine Lust mehr zum Streamen. Der hat halt nicht so nette Zuschauer wie ich. Unravel, das war, ich glaube, im Februar oder März. Sport, guten Abend. Du warst kürzlich auch schon da. Dein Name ist bestimmt ein mechanisches, kein erinnert mich Problem. An dich. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Oh. Hey. Wer Wo ist denn mein Eistee? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Ich muss mich schnell konzentrieren. Ah ja, ich komme... Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Wer filmt denn das? Okay, für die Zwischen. Ah, die Lara. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Nee, eben nicht Cut. Komm
Kommt er gleich wieder? Gar nichts hast du gecuttet. Ich geh ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fischen. James Whitman. Ich kann auch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Hm, das hat mein Vater auch gesagt. Ist so schwierig, nur zuzuhören. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Tschüpsi. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Also ich lese jetzt trotzdem einfach. Wenn ich nicht Unravel gespielt hätte, wärst du jetzt nicht hier. Ja, das wäre sehr traurig. Ich glaube, du hast schon im Unravel-Stream, hast du mich gefragt, wie man denn bei mir Mod wird. Aber ich habe dich ziemlich lange hingehalten. Ich wollte schon sehen, ob du dann auch noch ein paar Mal kommst. Und du bist immer noch hier. Wohl wahr, das ist das Voltärchen. Genau, der Yarny. Das müsste auch die Zeit gewesen sein, als ich aufgetaucht bin. Aber dann bist du schon ziemlich von Anfang an mit dabei. Das war, glaube ich, 1 Monat oder so, nachdem ich angefangen habe. 1 oder 1,5 Monate, irgendwie so. Na, Gott sei Dank hat Sandra das gespielt. Sonst wäre sie ganz allein im Stream. Ja, viele von euch sind da dazugekommen. Das war der beste Stream, den ich je hatte. Sonst hätten wir alle nie zueinander gefunden. Natürlich, wir verteilen doch immer ganz viel Liebe. Darum kommen die Leute doch. Die kommen nicht für die Spiele, die kommen für die Liebe, die es hier gibt. Ja, als Mod sollte man das in Frage stellen. Ich weiß nicht. Oh, nein! Ist da jetzt gerade eine Ratte ins Feuer gelaufen und gestorben? Die kann ich aufnehmen. Nein! Die Ratte sollst du nehmen. Wo ist die jetzt hin? Die liegt doch da. So. Jetzt gibt's heute Ratte zum Abendbrot. Frag dich, warum du noch kein Mod bist. Das frage ich mich gerade. Schon komisch. Na, wenn du dich das fragst, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Was muss ich denn jetzt machen? Oder wo muss ich hin? Ah, da hat's noch eine Kiste. Oder so. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. So eine habe ich schon mal gesehen, eine Münze mit Loch. Eigentlich bin ich ja eigentlich so der Vernünftige hier. Deswegen verstehe ich nicht all, dass all die verrückten Mods sind, nur der gute Pfeil nicht. Ja, und dann gibt es noch die Leute, die den Chat voll spammen. Keine Rehe, aber Ratten. Da hast du auch wieder recht. Müsste ich mich jetzt entscheiden, ein Reh oder eine Ratte zu essen? Oh nein! Ist das jetzt weg? Jetzt habe ich das nicht untersucht. Kann ich das nochmal aufmachen, die Kiste? Jetzt habe ich... Oh... Das ist jetzt die Schuld von Pfeil. Sowas gehört gebannt. Seit wann bin ich verrückt, wenn schon besonders? Genau. Oder einzigartig, habe ich auch mal gesagt. So,
Also. Ah, das finde ich jetzt aber echt schade, dass ich das nicht genauer untersuchen konnte. Ach so, da sind wieder Leute. Und was ist hier? Munition. Nein, EP. Habe ich denn noch genug Muni, wenn da jetzt jemand kommt? Ja, die Münze mit Loch. Die ist jetzt weg. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich echt für alles der Dumme bin? Das ist doch nicht normal. Eigentlich schon. Eigentlich war das schon immer so bei uns. Oh. Jetzt kommt der, jetzt kommt der. Komm. Ich warte, komm. Der getraut sich nicht. Wo bist du? Ah. Nein, jetzt doch nicht. Ich glaube, da ist echt was mit der Steuerung nicht gut. Pistole. Pistole. Danke. Oh, aha, jetzt könnte ich... Bogen. 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 Danke. Jetzt könnte ich den nämlich lautlos killen. Aber jetzt hat der andere das gesehen. Alles okay. Ich habe den gerade getötet. Den auch? Sind da noch mehr? Ich glaube nicht. Oh, was? Sehr deprimiert, hier ein Pfeil im Chat zu sein. Erstelle dir einen neuen Account, mal schauen, wann wir dich ertappen. Ich glaube, das würde keine 5 Zeilen gehen, bis wir den wieder ertappen würden. Was, und dass das Nachtischlämpchen auch geschrieben hat, das ist natürlich vollkommen okay und lenkt dich nicht ab. Aber wehe, ich schreibe mal Buh. Natürlich bist du auch an der Steuerung schuld. Genau. Aber Victor, weißt du eigentlich, dass Pfeil noch nicht zu meinen Followern gehört? Okay, machen wir das so. Wenn du Victor, den Pfeil dazu kriegst zu followen, dann ändere ich deinen Titel auf meinem Stream-Kanal-Dingens auf Marketing Manager. Oh. Wie, du hast die Gegner nicht getroffen, ist Pfeils Schuld. It's weird that you dub every movie and game. So you don't? Do you play the games in English? Not in... How do you say? Norwegian? Norwegian? I only know the song Norwegian Wood. That's such a nice song from the Beatles. Kim, auf meiner Schule läuft so einer mit einer Wolfjacke rum. Da habe ich sofort an dein altes Profilbild hier auf Twitch gedacht. Ja, wieso auch? Der natzt. Was? Die natzt? Was ist ein Natzen? English. Ah, okay. Is English like also in daily life the language you use more quite often? What? I don't know what I want to say. I'm trying to say something, but I don't know what. I mean, is it like bilingual Norway? Bilingual. Sagt man das, oder? Bilingual. Bilingual? You speak 2 languages. Die Musik ist immer noch so gefährlich. Oh, ich glaube, da oben steht einer. Followen darf man nur mit ist ein Freund-Status. Ja, du hast ja meine Freundschaftsanfrage nicht angenommen. Ich bin aber mehr der ist ein Arsch für alles. English is the second language. Ah, okay, I didn't know that. Do you know how many languages we have in Switzerland? Steht denn da einer beim Licht? Schieß mal. Oh. Durchgebrannt. Das...
Wo sind denn die? But you never dub movies. Okay. Yeah, if it's the second language, I guess most of the people understand it. Oh, wie oft passiert denn das jetzt noch? Hier ist, glaube ich, nichts zu holen. Nein. Fall, tu mir das doch nicht an, bitte. Immer wenn ich reinkomme, heißt sofort, bäh, der Fall ist da, nie kann man mehr spielen. Das ist nur die Wahrheit. Three. Yeah, spoken languages, like... Yeah, three is not that bad. It's four, but the fourth language is not spoken so much. There are only a few thousand people who speak it. Tu es für mich. Oh, Bogen, Bogen. Wo ist der Bogen? Ich habe meinen Bogen nicht mehr. Warum habe ich meinen Bogen nicht mehr? Soll ich mich anschleichen und den von hinten töten? Geht das? Ja. Ah, jetzt habe ich den Bogen plötzlich wieder. Sehr komisch, sehr komisch. Weißt du, welche Qualen ich mit dem Klicken erleiden würde? Hast du schon mal auf eine heiße Herdplatte gefasst? Das ist angenehm dagegen. Und ich habe dir heute noch gefollowed. Ich habe den Follow noch nicht zurückgezogen. Es war ja aus Versehen, aber ich habe den nicht zurückgezogen. Ich werde das nach dem Stream machen. Ich wollte dir den jetzt lassen, den einen einzigen Follow, den du hast, Pfeil. Und dann von mir, ne? Aber ich nehme den wieder weg. Der Edo-Periode. Oh, ich habe eine zweite Chance. Ich habe eine zweite Chance. Die Münze mit Loch ist wieder da. Aha, nee, das ist eine andere. Die ist aus dem späten 17. Jahrhundert. Muss ich das noch ein bisschen ranzoomen? Vielleicht hier in der Mitte was? Da ist was? Nicht? Nein. Hallo? Warum finde ich nichts? Oder ist vielleicht gar nicht bei jedem Objekt was zu finden? Also näher ranzoomen geht nicht. Ich darf jetzt nicht lesen, weil wenn ich jetzt die Münze wieder gehen lassen muss, ohne was zu finden. Nee, also da ist nix. Nochmal ganz rauszoomen? Nö, nix. Heißes Fett über den Kopf. Wellness, absolut Wellness. Swiss German. Yes, Swiss German. Actually, we don't speak German in Switzerland. We only speak Swiss German. But there is a third language called Rätoromanisch. I don't know how to say this in English. Retro-Roman. I have no idea. And French and Italian. But there is a fourth one. Hauptsache, die kann mir irgendwie eine reinwirken. Erst ein Follow. Ich dachte schon, oh, sie wird nett. Ich kann nicht still sein, wenn Pfeil da ist. Jetzt ist wieder alles... Ach, hier geht's schon wieder weiter. Das hat sie nur gemacht, damit sie wieder unfollowen kann. Genau, ich mache das jetzt einmal täglich. Ich followe dir und dann unfollow ich wieder, damit es so richtig wehtut. Kann ich da... Nein, da kann ich nicht rum. Oder da hochklettern? Auch nicht. Oh, du bist mein Freund? Nee, doch nicht. Viva Nickelodeon! Hi, guten Abend! Oh, ah, wo, wa, ha, ha, ha! Hau drauf! Komm, ah, da kommen, glaube ich, noch mehr. So, jetzt muss ich mich wieder konzentrieren. Nicht zu viel schreiben. Oder sonst lese ich es halt nicht. Hier, neue Pfeile. Da oben. Komm schon! Stirb! Wo ist der andere? Oh, nein! Ah! Weg! Geh weg! Ah! Kann ich Pause machen kurz? So.
die plant da so sinnlos. Ich bin immer so extrem nett. Mhm, genau. Vorher möchtest du deine Brezel zurück. Oh, oh, es kommt einer. Ich hör was. Wo ist er? Der ist ganz nah. Der kommt jetzt bestimmt da gleich ums Eck. Da ist er. Jetzt hat er sich selbst in Brand gesteckt, aber er lebt immer noch. Also ohne gerichtliche Anordnung zum Vollen geht da nichts. Moin, Sandox, guten Abend. Alles gut bei dir? Dann will ich auch noch ins Zeugenschutzprogramm. Genau, du sollst nicht ruhig sein, du sollst einfach followen. Das reicht uns schon. So, wo muss ich hin? Ah, da kann ich noch was aufnehmen. Oh, ich habe wieder ganz viel nicht aufgenommen. Darauf muss ich. Und wie komme ich da hoch? Außenrum vielleicht? Kann sie nicht hoch da? Nein. Hier irgendwie? Alles zu. Oh, aber da ist. Was ist das? Das ist ein Zwiebelbaum. Nee, Hagebutte. Hagenbutte. Sagt ihr das auch? Oder ist das wieder ein Wort, das wir nur in der Schweiz benutzen? Alles Bärchen. Das gefällt mir. Joa, alles Bärchen. Mit Folgen offenbare ich meine volle Loyalität, das untergräbt aber deine Integrität, also ein Widerspruch geht nicht. Na gut. Dann lebe mit den Konsequenzen. Kann ich da jetzt nicht rauf, ne? Das wäre zu einfach. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück? Oh, da war noch was. Ah, ein Toter mit Bergungsmaterial. Für dich ist sowas leicht. Ja, Zwiebelbaum. Kennst du das nicht, Victor? Mi, das mag ich gar nicht, dieses Mi. Da oben? Nee, nix. Oh. Ah, weil ich oben gesagt habe, meint sie Bogen. Nee, nimm den Bogen. Pistole. Wie lang geht ein Timeout? Keine Ahnung. 10 Minuten. Du hörst nichts. Das Einverständnis. Nein, das kann ich nicht machen, sonst gibt's ja nie einen Follow. Natürlich gibt sie das, weil sie... Oh, okay, na gut. Wenn er schon sowas sagt, jetzt hast du mein Einverständnis. Da noch aufsammeln. Und hier... Nee, das ist voll. Da könnte ich bestimmt drauf. Geht's da noch weiter? Ja, da geht's auch weiter. Minions! Es gibt doch kein... Schwips! Kst. Nee, mach das wieder rückgängig. Ich mach doch nur Spaß. Ihr nehmt mich immer so ernst. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich Japan. Pfeil wird... Oh nein! Nein, ich wollte doch noch nicht springen. Finden Sie die Kommunikationskonsole. Nee, mach das wieder rückgängig. Das ist doof. Das passiert aber inzwischen in jedem Stream.
Der sieht ja aus. Sie nimmt auch immer plötzlich von selber den Bogen. Ich verstehe das gar nicht. Oh, da ist was. Jetzt müssen wir eh ein bisschen still sein. Die liest jetzt, glaube ich, wieder was vor. Was geschieht? Ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Zombies eingeschlafen. Da warst du aber wirklich sehr, sehr müde. Aber finde ich schön. Dann hast du dich ja jetzt ein bisschen erholt und kannst wieder voll mit einsteigen. Hast du was Schönes geträumt? Guten Morgen. Ach, du hast ihn gebannt. Ich dachte, das wäre nur ein Timeout gewesen. Ja, Spaß nenne ich das. Oh, was ist denn jetzt los? Nein! Oh, mein Fernseher hat ausgestellt. Ich glaube, der Stream läuft noch, oder? Das war nur mein Fernseher. Kein Bild mehr. Habt ihr noch ein Bild? Also Ton habe ich, aber Bild nicht. /unbanned username. Hauptsache jemand leidet. So, ich sehe wieder was. Ich wollte eigentlich nur mit dem Kater im Bett kuscheln. Und der hat auch mit dir geschlafen. Also ich meine, hat der auch geschlafen. Ja, gib's zu. Du hast an meinem TV rumgefummelt, damit der ausgegangen ist. Es war ein Timeout. Das kann man aber auch rückgängig machen. Hast Bild, hast du, und danke, Silvia, für die Meldung. Russian Boy! Hi! Dass du auch mal wieder reinschaust. Du bist dann wahrscheinlich auch gleich wieder weg, ne? Du bist immer nur da, um Hallo zu sagen. Und dann bist du gleich wieder weg. Aber schön, sagst du mal wieder Hallo. No one leaves. Hier war ich doch schon mal. Oder steht das einfach immer wieder irgendwo an der Wand? Beide haben bei dir geschlafen. Das Kätzchen kam dann auch noch dazu. Das ist aber niedlich. Nickerchen mit Kätzchen. Habe ich früher auch gemacht. Jetzt gibt's keine Nickerchen mehr. Ja, natürlich. Und bei dir, Russian Boy, auch alles gut? So, die Tür konnte ich nicht aufmachen hier, oder? Nein. Dann muss ich jetzt da wohl in den Gifttunnel. Gibt's hier noch was zu holen? Natürlich kenne ich dich schon in- und auswendig. Du bist ja auch oft hier, einfach nur für ein paar Sekunden. Aber immerhin, ich schätze auch das. Noch 3 und dann haben wir die 40 Viewer. Nee, wir hatten vorher, glaube ich, mal 47. Die meinen alle, das ist ein anderes Spiel. Dann gehen sie wieder raus. Aber immerhin hat es so heute 12 Follows gegeben. Ist ja auch nett. Oh, irgendwo kommt wieder einer. Das ist eine Kiste, oder? Nee, nicht rauf. Nicht rauf. Aufmachen sollst du die. Sogar ich kenne deinen Namen noch und ich bin ja wirklich vergesslich. Ich schätze auch, dass in Deutschland grammatikalisch... Was? Ich schätze auch, dass in Deutschland grammatikalisch falsch. Wieso? Wieso das? Jetzt kommt dann sicher einer. Ja, da sind sie. Eins. Oh, jetzt kommen gleich mehrere. 2. Noch nicht? Immer noch nicht. So. Ich bringe euch alle um, ja. Der hat mich ja auch getroffen. Habe ich keine Muni mehr? Doch. Alles gut. Die meinen alle,
hier streamt eine nette Person und dann bam. Ich gehe jetzt schlafen, wünsche dir noch einen schönen Stream und euch eine... Nein, du kannst doch noch nicht gehen, Victor. Aber doch nicht heute. Wobei doch, ich habe ja vorhin schon ein Lob ausgesprochen. Du hast heute wirklich gute Arbeit geleistet. Oh, es ist ja schon 20 nach 10. Ich kann gar nicht mehr so lange streamen. Ich muss ja morgen auch arbeiten. Ich glaube, wir machen noch so 10 Minuten und dann gibt's die Auflösung vom Gewinnspiel. Victor, bleib doch noch 10 Minuten. Und dann ist Stream aus. Dann kannst du auch gehen. Wir haben 22 Tickets. Ich mache noch ein letztes Mal den Link hier rein für das Giveaway, falls noch jemand mitmachen möchte. Wir müssen doch noch verlosen, Zauberflöte. Ich schätze auch das in Deutschland grammatikalisch falsch. So sollte das sein. Ich schätze auch das. Warum? Teppiche für Controller habe ich noch nie gesehen. Du kannst nicht mehr, oh schade. Aber dann vielen, vielen Dank fürs Arbeiten heute. Hast wirklich sehr gute Arbeit geleistet, muss ich nochmal sagen. Und bis nächstes Mal, einen guten Wochenstart morgen. Schlaf dann gut. Kann ich da auch noch durch, oder? Das weiß ich gar nicht. Soll ich da schon rein? Nein. Das sagt ihr so nicht. Ja, ihr sagt ja auch nicht bröteln. Warte. Da liegen die Toten? Kann ich was mit dem machen? Muss ich doch da rein in den Raum? Ich will nichts liegen lassen. Hast mich gut gebannt? Oder schön schaust du rein. Ach stimmt, das hast du mir auch schon mal gesagt. Kenny Day, danke für den Follow. Hier ist nichts, aber eine Kiste. 20 EP. So, kann ich jetzt beruhigt... Oh! Kann ich noch nicht? Muss das noch öffnen? Waffenmodifizierung verfügbar. Verwässern. Ich werde gleich gewinnen und du sollst das mitbekommen. Ihr müsst mich doch feiern. Da könnt ihr doch nicht alle vorher gehen. Jetzt sagt er feiern. Das ist auch sowas, was ich so blöd finde. Hast denn du mitgemacht? Ich kann das ja schauen. Ah, der Pfeil hat tatsächlich mitgemacht. Aber nur mit einem Ticket. Du weißt schon, dass du so nicht gerade viele Chancen hast. Du müsstest noch 5 Tickets kaufen. Oh, und Azad, danke auch dir für den Follow. Ach so, die followen natürlich wegen dem Gewinnspiel. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das ist ja Bedingung, dass man mitmachen darf. Die followen gar nicht, weil sie den Stream mögen. Die wollen nur den Skin. Ruhig stehen. Was? Ruhig stellen? Schwere Beinverletzungen setzen Feinde außer Gefecht. Ach so, ich müsste die nicht immer töten. Ich könnte die ja auch nur verwunden. Was macht das für einen Sinn zu gewinnen? Keiner bekommt es mit. Das ist ja wie wenn Krieg ist und keiner geht hin. Ja, nur Follower können gewinnen. Stimmt. Der Pfeil kann gar nicht gewinnen. Das hatte ich jetzt. Stimmt. Kannst dein Ticket gleich wieder hergeben. Ja, mitmachen kann schon jeder. Aber wenn ich dann jemanden ziehe, der nicht followt. Na gut. Ich würde heute Abend würde ich bei Pfeil sogar eine Ausnahme machen, obwohl er nicht gefollowt hat. Ah, jetzt hat sie... Nein, ist immer noch die Waffe. Kannst du dir die Rätseln um die Haare spielen?
Oh, will ich da schon runter? Mir bleibt keine andere Wahl. No one leaves again. Oh, was ist das? Eine Lampe. Geht. Soll ich die was dagegen halten, oder? Was ist das jetzt genau hier? Das Glas sieht zerbrechlich aus. Ah, ich soll die dagegen werfen, irgendwie. Aber wie denn? Wie mache ich das? Ah! So. Und jetzt, Ungläubige, neue Herausforderung. Abschließen für EP. Gib ihm doch nicht, was er will. Ich kann heute nicht. Ich bin heute zu nett. Guten Abend. Hi, Christina. Mir geht's gut. Danke. Und dir? Alles gut? Soweit? Was haben wir? 25. 5 Minuten Zeit noch. Aha, da geht's wieder raus. Soll ich noch eine Lampe aufnehmen? Und wo soll ich die dieses Mal hinwerfen? Da ist ja gar nichts mehr, wo man die hinwerfen kann. Oder ist das dafür gedacht, wenn ich daneben gezielt habe? Was mache ich jetzt mit dieser Lampe? Brot! Was mache ich mit der Lampe? Hermeline! Wo werfe ich die hin? Soll ich sie mal probeweise einfach irgendwo ranwerfen? Ich werfe die jetzt mal gegen das Ding hier. Okay, das hat nicht geklappt. Ah doch, brennt es? Ja, irgendwie brennt es da hinten. Aber bringt das was? Den auch? Hier? Überlebensinstinkt. Welches Glas? Oh nein! Eine habe ich noch. Gut. Ich dachte schon, ich hätte was richtig gemacht. Oh. Tja, jetzt, die tauchen wieder auf. So. Das geht aber nicht. Oder geht das immer ein bisschen? Doch, es splittert. Jetzt habe ich dann aber echt keine Lampen mehr. Doch, da hinten ist wieder eine. Die spawnen. Das falsche Fenster. Falsche Fenster. Irgendwie. Warum soll ich denn das kaputt machen? Ich kann doch da wieder rauf. Oder? Versucht es mal. Ja, ich kann ja da durch. Warum soll ich denn das kaputt machen? Die sind alle kaputt, die Fenster. Ich bin zu müde. Hi, Janswer. Guten Abend. Oben durchwerfen. Ach so. Danke, Kim. Das war daneben, Sandra, aber schieb's einfach auf den Pfeil. Du bist gut. Du bist mir heute richtig eine Hilfe. Ihr seid heute alle besonders gut. Außer der Pfeil. Und was ist jetzt kaputt? Ach so, darum hat es dahin gezeigt. Reicht das jetzt schon mit einer? Guten Morgen. War schon klar, dass es falsch schuld war. Ich habe den Raum so gekrümmt, dass sie gar nicht treffen konnte. Alle sind gut außer Pfeil. Bin ich jetzt schon rüber? Ja. Aber. Aha, das war irgendwie noch nicht genug. Muss ich noch mehr werfen? Kann auch sein, dass erst was aktivieren muss. Das war gemein. Echt? Habe ich jetzt eine Grenze überschritten?
Die Pfeilgrenze. Hat das jetzt gereicht? Das ist wieder ein Rätsel. No one leaves but me. Damit es da eine Explosion gibt. Aha. Muss ich da vielleicht zuerst ein Fass hinmachen? Irgendwie was mit Benzin drin oder so. Grenze überschritten, du tanzt seit Stunden kilometerweit drüber. Ja, bei uns in der Schweiz kommt man halt einfach ziemlich schnell an Grenzen. Ah, wahrscheinlich hier. No escape. Oh. Es gibt keinen Ausweg, Outsider. Okay, soll ich den jetzt versuchen zu erschießen? Das geht nicht. Ach so, aber jetzt kann ich die Lampe rüberwerfen und dann stirbt der. Okay, ich glaube, das wird heute meine letzte Handlung, bevor wir aufhören. Oh! Und immer wieder. Die Grenze zwischen Schweiz und Deutschland wäre es so in England gewesen. Mit dem Spruch. Was? Die Grenze zwischen? Von der Schweiz und Deutschland. Wäre es so in England gewesen? Nix verstehen tun ich. Die hat der Pfeil dahin gemacht. Deine Nachrichten kommen nicht an. Oh nee, hast du auch schlechtes Internet? Da hatte schon jemand vorhin Probleme. So, ich würde sagen, da hustet zwar einer. Ist das jetzt ein guter Ort hier, um Pause zu machen? Nee, ich muss den noch umbringen. Sobald ich den getötet habe, also wenn ich das denn muss, hören wir auf. Es macht zwar eigentlich gerade ganz viel Spaß, aber viel zu viele Leute, viel zu viele Leute. Ah, da. Oh nee, der ist ja schon halb tot. Oh, eine neue Waffe. Beende es. Bitte. Ach, mein Deutsch wieder zu viel Schweizerdeutsch gehört. Sie hat eben schon geschrieben, aber du warst zu sehr damit beschäftigt, Pfeil niederzumachen, als dass du darauf... Echt? Hab ich Christina einfach überlesen? Nein, ich hab sie gesehen. Kann ich mit dir sprechen? Nicht. No one leaves but me. Da ist ein Flugzeug. Ist das ein Hinweis? Ich komme hier nur mit dem Flieger weg. Aber ich fliege doch nicht gerne. Da bleibe ich lieber hier. Oh, Kairos, hier gibt's wieder was zu zählen. Scheiß Spiel. 10, 20, 30, 40, 50. Oh, schau mal, da ist wieder die 63. Am Schluss vom Spiel hat das bestimmt überhaupt keine Bedeutung. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum. Ich schreibe dir auf deinen Flüster nachher zurück, Christina. An der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Also der Sieg ist uns gewiss. Und wir haben Krieg. Eine von 6 Informationen aus Kriegszeiten gefunden. Ich finde immer wieder eins von irgendwas, aber nie ein zweites davon. Morgen letzte Stunde Theorie. Ah ja, und dann geht's los mit Fahrstunden. Princess will auch ihren Führerschein machen. Hat sie heute gesagt. So, hat sie das gesagt? Das will ich aber schwarz auf weiß von dir. 63, yes ma'am. Telekom. Ach so, wegen dem Internet. Alles klar, tschüss Christina. Schönen Abend, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. So, sollen wir aufhören? Ich mag eigentlich nicht. Machen wir noch ein bisschen, 5 Minuten noch. Jetzt, Licht an!
Oh. Oh, daneben. Oh, oh, oh. Die werfen irgendwas. Da hat's Muni. Wo ist er? Da kommt einer. Ah, da kommt er. Da kommen gleich zwei. Geh weg, geh weg. Wo ist der andere? Da war noch einer. Da. Da sind noch mehr. Ganz viele. Ich brauche Deckung. Nachladen. Schnell. So. Ja, und wie sie nachlädt. Kopfschuss. Oh, 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 der ist näher. Ah, das sind aber viele. Das sind viel zu viele. Nein, nein, nein. Immer noch nicht. Oh, das tut weh, das tut weh. Lass mich in Ruhe. So. Hab ich... Nee, da oben ist noch einer. Der springt bestimmt. Au! So. Oh, jetzt habe ich keine Muni mehr. Und? Es... Die Musik ist noch nicht weg. Ah, da oben. Da oben. Nein! Nix mitbrennen. Ich komme zu dir. Ups. Das ist vielleicht ein bisschen nah. Zum Glück sind die nicht gut. Das sind echt schlechte Gegner. Erstmal Erste-Hilfe-Kurs für bis 6 Wochen warten, dann die Theorieprüfung und dann... Ach so, du gehst dann nicht gleich automatisch an die Theorieprüfung. 5 Minuten länger auf den Teppich warten. USA Diceman, thanks for the follow. Danke für den Follow. Oh, Silvia muss ins Bett. Ist 5 Minuten zu lange für euch. Ich habe hier jetzt gerade ein paar Leute umgelegt. Eigentlich könnte ich jetzt gut Pause machen, respektive Pause machen, ich meine aufhören. Wenn ihr alle schlafen gehen müsst, das Spiel hört auch schon wieder auf, dann machen wir doch jetzt die große Verlosung. Ich kann bestimmt keine Frage mehr beantworten aus der Theorie. Ich kann ja kaum noch lesen in meinem Alter. Ja, der Pfeil ist echt alt. Furchtbar alt. Das ist aber auch voll schwer geworden. Die haben das irgendwie geändert. Oder allgemein, wie der Unterricht jetzt gestaltet ist. Und die fragen ja auch Sachen da. Früher gab es Fragebögen. Ja, heute nicht. Ah, weg. Mach wieder Pause. Jetzt kann ich ja ins Hauptmenü. Ich höre ja jetzt hier auf. Auch wenn ich halt vielleicht das Ganze mit dem Schießen hier nochmal machen muss, aber egal. Eine App mit Videos, die habe ich nicht gekriegt. Waffen 151, danke für den Follow. Und hi Spock, guten Abend. Das mit 5 Minuten kennst du schon, sind dann meist 15 bis 30, da hast du recht. Früher war das ganz schlimm. Als ich angefangen habe zu streamen, habe ich teilweise gesagt, ich mache noch eine Viertelstunde und dann habe ich tatsächlich noch 2 Stunden gemacht. Das gibt's heute nicht mehr. Warum so viele Followen? Das fragst du noch. Wegen mir. So, also. Ich gebe euch noch 10 Minuten. 10 Sekunden. Ich mache noch einmal den Link hin. Für das Giveaway von der PS4, vom PS4-Skin Oldschool, da könnt ihr ein Ticket kaufen und dann verlose ich das jetzt dann gleich. Ach, du bist noch da, Christina. Kann dich immer fragen, du weißt fast alles drüber. Super. Komm ich gerne drauf zurück, wenn ich das brauche. Mein 12-Stunden-Stream? Nee, das waren nicht 12. Ich hab's nur auf 11 geschafft. Aber das war nicht mal geplant. Das war einfach als... dass Heavy Rain Remastered rausgekommen ist. Ich hatte das nicht vor, so lange zu streamen. Hat einfach so Spaß gemacht. So. Die Schleimspur, wie lange ihre? Ihr braucht keine Tickets mehr zu kaufen. Macht keinen Sinn, hast schon gewonnen. So. Wo sind wir? Bei 5 oder so? 5, 4, 3, 2, 1... Ich aktualisiere nochmal schnell. Wir haben im Moment 22 Tickets. Die Namen sind mir alle bekannt. Super. Da hat gar niemand gefollowt, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Also...
Auf drei geht's los. Nein, auf eins. 3, 2, 1. Ich draw jetzt the winner. Und the winner is? The winner is Terror. Terror hat den PS4 Skin, Old School Skin, gewonnen. Schreib mir einfach deine Adresse per Flüster. Oder auch, wie du willst, per Mail, per Twitter, Facebook. Fall gewinnt Lust, drückt Fall die Daumen. Schon passiert, schon passiert. Nächstes Mal vielleicht. Was? Wieso immer ich? Ist der Terror überhaupt noch da? Ja, er sollte noch da sein. Weil du bist Deutschland. We are the champions, my friend. Und ich zähle jetzt noch schnell die Follows, weil die haben ja wir alle gekriegt, ne? Wir sind ja der Stream. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Follows hat es heute gegeben. Das ist ja Wahnsinn. So, also. Vielen Dank. Das war's. Nein, vielen Dank an alle fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, für die Follows, für die lustige Unterhaltung wieder. Du bist da, hast du gehört, Terror? Einfach deine Adresse mir schreiben, dann schicke ich das so bald wie möglich los. Ein SingStar-Stream, auf keinen Fall. Macht's gut, den nächsten Stream gibt's, ich schau schnell. Oh, am Mittwoch kann ich nicht. Mittwoch, also vielleicht ganz spät. Nee, wahrscheinlich dann eher nicht. Ich weiß noch nicht. Und Sonntag, nächsten Sonntag kann ich auch nicht. Oh, das wird vielleicht am Freitag. Ich schau mal, ob ich am Freitag dann dafür streame. Ich schreibe das noch irgendwo so auf meinem Kanal. Also wer sich da dafür interessiert, wenn es den nächsten Stream gibt, wann? Auf dem... Oder auf Twitter und Facebook und so natürlich. Du hast es gehört, Licht. Ich würde dir keine Adresse geben. Viel zu riskant. Dienstag oder Donnerstag geht auch nicht, das wisst ihr doch. Wer ist für morgen? Ja, wer ist denn für morgen? Morgen hätte ich auch Zeit. Morgen und Freitag. Einfach Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nicht. Morgen ist gut. Schauen wir mal. Morgen ist Fußball. Wer spielt denn? Ich gucke aber eigentlich nur WM und EM und ab und zu mal ein Bayern-Spiel. Freitag. Ich schau mal, vielleicht streame ich morgen und Freitag, aber wahrscheinlich eher nur Freitag. Ist doch viel schöner, hier gemobbt zu werden. Braunschweig. Ach so, ja gut, das interessiert mich nicht. Freitag kannst du länger aufbleiben. Das klingt schon so, als ob wir alle den Stream auf Freitag verschieben möchten, ne? Nee, nix Fußball hier. Nur Twitch-Leute hier. Wenn sie gerne Fußball gucken würden, wären sie ja nicht hier, sondern am Fußball gucken. Was? Nee. Oh, Silvia ist kaputt. Dann geh ganz schnell schlafen. Und dir auch süße Träume. Vielen Dank fürs Zuschauen, Silvia. Und auch an Kairos, gute Nacht. Gute Nacht nach Österreich, nach Wien war es, ne? Krank feiern wegen Fußball. Kairos sagt der Silvia gute Nacht, das finde ich gut. Wenn du nicht kommen solltest, direkt Abmahnung, du bist ja Mod, du musst da sein. Genau, wenn du nicht da bist, Brot, dann kann es sein, dass du deinen Mod-Status verlierst. Nein, also so, wir machen jetzt Schluss hier.
Ja, Wien. Also dann nochmal ganz liebe Grüße und schöne Träume nach Wien. Schlaft gut. Und auch alle anderen. Ich gehe mal wieder durch. Tschüss Brot. Tschüss Stefan. Tschüss Kim. Tschüss Azad. Björn Dahl. Black R. Irgendwas? Pride? Engel. Hub. Kairos. Kingfish. Marshall. Minimaus. Niameria. Silvia. Tekine. Terror. Snow White und Zombie. Schlaft alle gut. Bis zum nächsten Mal, Zombie. Und grüß deine Katzen von mir. Vor allem den Kater. Ich mag den. Träumt was ultra schickes. Das gefällt mir auch. Nein, ich habe den extra nicht vorgelesen. Also, macht's gut. Esst mehr Gemüse. Oh, wir haben gleich den 1000. Kommentar. Einer darf noch schreiben. Wer war es? Natürlich der Pfeil. Also gute Nacht, Pfeil. Auch noch an dich. Macht's gut. Schönen Abend. Guten Wochenstart. Tschüss.